halt erkannt sehen. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Meine lieben Leute, ihr seht's, es ist da. Es ist endlich angekommen. Das Elvis Presley Trikot. Ich feiere es hardcore. Ich feiere jetzt wirklich hardcore das Trikot. Weil es einfach geil ist. Und von Taylor Wolf, der heute, glaube ich, sein Comeback feiert, wenn ich mich. So, ich gehe schon mal in den Live-Call rein, im Discord. Ich warte noch auf den lieben Hansi. So, ich bin im Call. Wartet mal kurz. Ich muss hier gerade was einstellen. Nö. Mein Mikro schlägt nur nicht. Doch, jetzt passt alles. So. Wir warten jetzt einfach mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend auf jeden Fall. So. So, Leute. Ich habe gerade mal Hansi geschrieben. Er wird jetzt gleich hier in den Call reinkommen, denke ich. Ich hoffe, beim Handy ist das Paket schon angekommen. Ich habe ein paar Überraschungen mit reingepackt. Ich habe nicht nur das Trikot zu ihm geschickt. Jetzt schmeckt's. Jetzt schmeckt es. Jetzt schmeckt es. Ey, die Weißwasser-Aufwärmshirt, so sieht denn auch geil aus. Kapelle. Wir sind immer noch Vorletzter. Landshut ist Erster, Kassel ist Zweiter, Dresden ist Dritter, Krefeld Vierter, Ravensburg Fünfter, Eisbären Regensburg Sechster, Kaufbeuren Siebter, Selb Achter, Rosenheim Neunter, Freiburg Zehnter, Lausitz Elfter, Weiden 12, Bad Nauheim 13 und letzter ist Krimmitschau. Die lieben Eispiraten. Wenn wir heute ganz Pech haben, sind wir Letzter?
Weil Grimmitschau das bessere Torverhältnis hat, aber ein. Die haben aber, glaube ich, was sind die Punkte? Die haben punktgleich, haben aber ein schlechteres Tordifferenz. Haben aber ein Tor mehr geschossen als wir. So viel kann ich euch sagen. Ich mache jetzt erstmal hier mein Handy lautlos. So, ich schreibe mal kurz Hansi, wo er ist. So. Ich habe auch noch ein Nauheim-T-Shirt drunter. Und da steht Kämpfen drauf. Tatsächlich kämpfen. Wir müssen kämpfen. Heute müssen wir. Definitiv. Und da ist der auch, der lieber Elvis. Ich zeig das. Ich kann ja mal kurz das Trikot komplett zeigen. Sieh's mal kurz aus. Ich habe ja ein T-Shirt drunter. Der Sonne. Ich find's geil. So sieht es von vorne aus. Ich guck so ein bisschen hier. So sieht es von vorne aus. Und hier ist auch noch der Teufel drin. Und so sieht's von hinten aus. Das ist das Taylor Wows Trikot. Die Ärmel sind auch geil. Und hier ist kein Sponsor drauf. Nix, das ist das Vorbereitungstrikot hier in Schwarz-Gold, das ist schon geil. Das Logo in Schwarz-Gold, wäre es der Teufel, wäre es noch geiler. Aber was soll man machen? Ich finde es jetzt schon. So, Aufstellung. Er ist nicht dabei. Er ist nicht dabei. Kein Taylor Rose und Lunemann von Anfang. Und das. Leute, ich verstehe die Aufstellung nicht. Kevin Ohndorf, Zach Kaiser, Jordan Hickmut Bowles, Kaninen, Orban, Lautenschlager, Elsa Jett, Trippke, vierte Sturmreihe, Stettke, Kalze, Geidel, Erk, Wild, Seifert, Fischer, Troppmann, Bruten, Nihus ist der und Lunemann im Tor? Leute. Lunemann im Tor, das kann doch schon wieder gar nichts werden. Das wird doch schon wieder, das gibt doch wieder einen Schuss in den Ofen. Also Lunemann! Also wenn wir heute verlieren, sage ich, fliegt der Trainer noch vor Sonntag. Und ich bin der Meinung, er muss gehen. Also, der Trainer hat die Mannschaft nicht im Griff. Nee, da muss ein Umbruch passieren. Der Trainer muss weg, Leute. Der Trainer muss gehen. Wir müssen keine Propheten sein, wenn wir sagen,
Christoph Kreuzer. Kein Unbekannter, nein. Saki! Einen wunderschönen guten Abend. Saki, na? Alles gut bei dir? Piep. Du bist süß. Saki ist süß. Saki ist einfach süß. Saki ist cute. Gut, wie geht's dir, Saki? Wie geht's dir, Saki? Ich freue mich, dass du heute bei mir bist, Saki. Bei mir ist auch alles gut. Mein neues Trikot ist endlich da angekommen. Mein neues Alpha-Trikot habe ich heute an. Hansi, ich hoffe, Hansi sagt mir nachher im Call, es ist da. Und dass er was Hessisches trinkt heute. Und was Hessisches ist. Mein Friend. My friend. Und ihr seht, ich bin frisch rasiert. Mein Bart ist ab. Mein Bart ist ab. Du. Ich werde heute länger live sein. So viel kann ich euch schon mal versprechen. Ich werde nach dem Stream wahrscheinlich noch ein bisschen NHL, die Vereine der DL2 fertig machen. Also Krimi-Show fertig machen und dann vielleicht schon den nächsten Verein anfangen. Mal gucken. Vielleicht mache ich das heute nach dem Stream. Also ich kriege schon als Anfragen, wann ich jetzt endlich die Mannschaften hochlade in den bei NHL. Vielleicht mache ich das heute noch. Vielleicht. Aber ich frage mich, warum Lune, Mann? Das frage ich mich halt. Warum, Lunemann? Warum? Ich muss nachher mal Hansi fragen, was er von der Meinung hält.
Ja, bei mir war es halt nur am Mittwoch blöd wegen Kopfschmerzen, sonst wäre ich auch am Mittwoch da gewesen. Aber egal, ich bin heute da. Ich bin morgen Mittag da. Ich bin morgen Abend da. Ich bin Sonntag. Alles gut, ich freue mich. Ich bin jetzt das komplette Wochenende für euch da. Ich bin Sonntag da, ich bin morgen da, ich bin heute da. Also, das Wochenende ist gerettet, Leute. Morgen Mittag. Ich weiß, alles gut, Saki. Wie gesagt, wenn du morgen Mittag nichts vorhast, Benny ist da. Ab. Ab, 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 ab. Ich muss gucken, ich muss gucken, ich muss gucken. Benny muss gucken auf seinen schlauen Zettel. Ab 15 Uhr morgen bin ich live. Sonntag gucken, wie ich da live gehe. Wie gesagt, ab 15 Uhr bin ich live. Ach so, morgen. Ja, wie gesagt, ab 15 Uhr bin ich für euch da, morgen Mittag. Warum spielen die Caster heute nicht? Was ist da los? Doch, die Kassler spielen um 20 Uhr. Und Weiden spielt auch 20 Uhr. Also daher, das passt. Die spielen heute alle. So, ich mache jetzt erstmal überall Tordings an. Damit wir da ein bisschen auf dem Laufenden gehalten werden heute. Alles gut, ich bin von 15 bis 17 Uhr live und dann ab 20 Uhr Community-Abend. Scheißwasser. Und dann ab 20 Uhr Community-Abend. Mal gucken. Vielleicht zocke ich auch morgen Abend NHL ein bisschen. Übrigens, es gab es auch noch in cremefarben, das Trikot. Das sieht natürlich auch geil aus. Ist ja ganz große Elvis vorne drauf. Hier, Elvis Presley. Was hast du so für Spiele, Saki? Vielleicht können wir ja morgen was zusammen zocken.
Der hat bei uns im Ort gewohnt, wo mein Alter gefallen ist. Nicht weit vom Stadion weg. Und ich arbeite in der Stadt. Ich weiß, wo Elvis gewohnt hat. Ich weiß, wo Elvis gewohnt hat. Der war bei uns in der Stadt stationiert. Wo die Amerikaner noch hier waren. Deswegen ist er ja bei uns, haben ja auch das Las Vegas Logo hier vorne drauf. Willkommen to. Ja. Ist einfach, das Trikot ist an sich geil. Ich habe einfach mal ein Elvis Trikot. So, Handy, es geht los, wo bist du? Kannst ja mal googeln. Elvis Presley, Bad Nauheim. Elvis ist paar 50 gestorben. Ja, super, bin gleich hier. Ja, nee, das stimmt. Ich muss kurz mein Headset wechseln, bin gleich wieder da. Also ich muss jetzt gerade alles umstellen. Ich muss mich nachher daran erinnern, dass ich das auch alles wieder zurückstelle. So, jetzt höre ich auch wieder alles.
Okay. Der liebe Hansi. Moin Hansi. Los. So Leute, es geht los. Gewinnt Bad Nauheim endlich mal wieder nach ein paar Spielen. Und da kommen sie, die Bad Nauheimer. Ohne Taylor Wows. So, ist Hansi schon im Crawl? Der lauteste. Moin. Moin. Ohne Taylor Wows, ne? Und ohne Jerry Kuhn. So, warte mal, ich muss mal deinen Stream hier noch vielleicht mal auf leise stellen. Das wäre, glaube ich, ganz clever, damit man nicht alles doppelt und dreifach hört. Digga, ich habe einen Fernseher auf Stufe 500, Alter. Warum? So. Jetzt wird ein Schuh raus. Was mit? Moin! Willkommen, Hansi. Den mag ich am allerliebsten. Du wolltest Saki sagen, ne? Ich wollte Hansi sagen. Ich wollte mich selber ganz überschwinglich begrüßen. Ach so. Aber natürlich auch, hallo Saki. Die anderen kommen nachher nach. Lisa ist noch unterwegs. Ich habe ein paar Leute für nachher im Chat. Na, besser ist. Hast so, und warum ist Lunemann im Fort nicht unser Held? Keine Ahnung. Taylor Wolf ist nicht dabei. Also der spielt erst Sonntag. Also gibt's heute doch wieder auf den Sack. Ja. Ich hätte ja hinfahren können. Mein Kumpel hat gesagt, und fährst du in die DDR? Ich so, nee, ich fahr da nicht hin. Er hat gesagt, in die DDR, yeah, wenn ich sowas schon höre, da krieg ich schon wieder schlechte Laune. Oder ehemaligen DDR gibt's eh nichts zu holen. Wir haben immer gegen die verloren. Gegen die haben wir nie gewonnen. Ich wohne in der DDR, das war mir gar nicht bewusst. Du wirst lachen, die haben immer die DDR-Fahne dabei, die Fans vom Weißwasser. Für die gibt's noch die DDR. Immer wenn die zu uns kommen, holen sie die DDR-Fahne rauf. Ich weiß nicht warum. Halt ich für Quatsch. Aber gut, zu wissen, dass ich in DDR wohne. Ich auch, aber ja, dann im Untergrund. Hä? Hab ich jetzt was Falsches gesagt? Jetzt hab ich einen Shitstorm losgetreten, Hansi. Oh, die haben den... Wieso? Ja, weil... Achso, wegen der DDR. Ja. Man sollte dich direkt in Grund und Boden canceln. Lebenslanges Twitch-Verbot oder sowas. Ich werde das mal beantragen. So, Static Six. Der Berliner Torwart ist auf jeden Fall dabei von der Eisbären Berlin aus der DL. Haben Sie das gehört? Du wolltest schon wieder DDR sagen, ne? Es wird nicht besser, mein Freund. Aus der DL. Es wird nicht besser. So, Lunemann, Erk, du wolltest DDR sagen. Wild, Orndorff, Kaiser und Hickmuth. So fangen wir an. Allein, dass Lunemann im Tor steht. Es geht mir nicht in den Kopf rein.
Kannst du mir das erklären? Nee, mir warum? Auch nicht. Ihr habt einen der besten Torhüter. Ich sag dir, es geht 5-0 auf, wer weiß was. Und ich, habe ja gehört, da ist so ein... Ich habe ja gehört, da ist so ein schönes Trikot auf dem Weg zu mir mit dem besten Torwart. Lass mal gucken, wann es da ist ungefähr. Was macht ihr eigentlich? Ich hasse Sport. Was mache ich hier eigentlich? Du bist wegen mir hier und wegen Hansi hier, Saki. Das kann ich dir sagen. Das machst du hier. Du bist wegen uns hier, nicht wegen dem Sport. Saki, um dir die Frage zu beantworten. Ich weiß auch nicht, wie ich da reingerutscht bin. Ich kenne mich mit Eishockey null aus. Wahrscheinlich ging, ja, Benny hat mich eigentlich so lange genervt, bis ich ja gesagt habe. So ein Ding war das. Jetzt bin ich irgendwie in dieser Spirale gefangen und verbringe jeden Freitagabend damit, Eishockey zu gucken. Ist ja auch ein geiler Sport. Hansi. Ja, da sage ich nichts gegen. Ja, da sage ich nichts gegen. Ist wirklich okay. Ich habe ja schon das neue Trikot an. Wie findest du es eigentlich so an mir? Ja, sieht gut aus. Also das Trikot. Du Arsch. So, klatschen die noch einmal auch ab? Oder? Wenn nicht, werden es Hurensöhne. Muss man auch einfach mal so sagen. Ja, nee, guck, die gehen schon vorne hin, siehst du? Wo ist denn das Kind? Die Neuen gehen aber schon vorne hin, siehst du? Das Kind ist aber auch noch... Das Kind ist schon vom Eis. Mhm. Oh, das wäre lustig, wenn das Kind da noch zwischen rumrammelt und direkt einen vor den Latz kriegt. Weil das hatten wir am Dienstag im Training. Na perfekt, fast schon das 1-0 für die anderen. Jo. Tut gleich am besten den Torhüter raus. Nach 10 Sekunden 1-0 kann man hier gleich schon mal hinten legen, ne? Das fängt ja schon gut an. WTF? Was denn? Wer ist denn live? Ist Penny live? Ist Penny live gegangen? Ja. Ich hab keine Benachrichtigung gekriegt, dass Penny live ist. Hä? Ich mach doch Werbung, wenn Penny live geht auf mein Discord oder nicht. Eigentlich. Ja. Ich hab keine Nachricht gekriegt, dass Penny live ist. Das weiß ich nicht. Twitch, was ist hier los? Was für Verzögerung. Also ist er doch noch nicht live. Kommt bestimmt gleich. Ah, okay. Dann wunden halt. Ich dachte schon. Mein Twitch blind. Ich hatte aber auch vor 10 Minuten oder so von Twitch die Benachrichtigung, glaube ich, bekommen, dass sie live gegangen ist. Du meinst bei Pennywise vielleicht? Ah, Twitch backt heute sowieso irgendwie ganz komisch rum. Ich bin bei Pennywise im Lurk gerade. Ja. Es geht um die andere Penny, um Penny 8840. Wo ich sag, wie viele Pennys haben wir denn jetzt hier noch wieder? Zwei. Ach komm, mach ihn! Oh, mach ihn doch! Was? Sind das unterschiedliche Menschen schon wieder? Ja. Einmal Pennywise. Ich dachte, das wäre ein und dieselbe Person. Nein, das ist einmal Pennywise und einmal Penny 8040. Oh, können wir uns mal darauf einigen, dass wir mal irgendwie alle unterschiedliche Twitch-Namen haben? die komplett untereinander. Ja. So, jetzt fällt's. Also es gibt eine Saki. Oh!
Kann man nicht verwechseln. Wie kann man da vorbeischießen? Kann ich nicht verwechseln. Wie kann man da vorbeischießen, Hansi? An zweimal Penny, das kann ich vorhin. Das weiß ich. Ich bin aber froh, dass er daneben geschossen hat. Ja, ich auch. Eigentlich darf ich, weil ich zwei Pennys habe, darf ich Pennywise Lou nennen. Ausnahmsweise mit ihrem Vornamen. Die Erlaubnis habe ich bekommen, weil ich zwei Pennys in der Community habe. Ich nenne euch einfach alle Alf. Alf ist geil. Lass Alf in Ruhe, ja? Oder falls wir jemanden haben, der aufs Gendern Wert legt, Alf innen. Genau, hatte sie gesagt, ja. Deswegen, Lou ist gerade live, da bin ich gerade im Lurk bei Pennywise. Kann ich mal einen Shoutout bekommen für die Pennywise und für Penny 8040? Ja. Cool. Denk dran, Pennywise, die hatten statt ein I, hatte die eine 1 drin. Mrs. Miss und dann Unterstrich Pennywise und eine 1 statt ein I. Miss Unterstrich. Also MRS. P-E, Doppel-N. Y. Und dann W. Also MRS. Ja. MRS Unterstrich. Penny. Penny. W1 und. Y. Ja, statt W1SE. Genau. Die ist nämlich gerade live. Lass mal Liebe da. Oder noch für Penny. Und 80, SO. Für Penny 8040. Genau. Resident Evil. Dann würdest du dich doch sehen, Hansi, oder? Resident Evil. Ja. Ups! Wie ist das denn passiert? Ja, ich wollte schon sagen. Ich wohl verschrieben gerade. Nein, das darfst du ruhig machen. Da habe ich mich wohl gerade ganz böse verschrieben. Das tut mir natürlich leid. Alles gut, das darfst du doch. Darfst ruhig mal eine Runde Shoutout machen. Kannst auch für Cat noch einen Shoutout machen, wenn du magst. Kannst für das Ding noch eine Shoutout machen. So. Heißt es einfach nur das Ding? Ich glaube ja. Ich guck mal. Ich glaube ja. Ja, Saki, fühle ich. Ich habe auch so viele Follows mittlerweile, dass ich überhaupt nicht mitkomme, wo ich rein kann und wo nicht. Das Problem habe ich aber auch. Deswegen so, was? Das Ding, was 13, war das jetzt, das Ding? 1303. Genau. Oh, The Outlast Trials, geil. Und dann noch für Saphira Dragon 87. Meine Fresse. Die hat mir nämlich heute einen Follower auf TikTok dagelassen. Saphira Dragon 87. Die liebe Steffi. Genau. Zuletzt Fortnite gestreamt. Da bin ich Follow. Saphira ist auch cool. Durch Saphira habe ich sehr viele nette Menschen kennengelernt hier auf Twitch. Von Saphira habe ich auch schon ein Überraschungspaket bekommen. Ach, da bist du Follower aber bei mir nicht. Das ist ja absolut respektlos hier. Saki, folgt dir doch schon. Ist das so? Ja. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, Saki folgt dir. Ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich habe dich schon öfters bei dir im Lurk gesehen, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon mal mitbekommen. Ach, Deswegen. wenn ich es auch nicht schmeckig ist. So, ja. Wenn du bei dir im Lurk bist, würdest du dir schon folgen, denke ich. Wenn nicht, ist wie gesagt auch nicht schlimm. Das ist ja völlig okay. Ich hab mich nicht getraut. Ach, wie süß. Wie süß ist das denn? Saki hat sich nicht getraut. Jetzt rufen die Dynamo, ey. Ich dreh durch. Wir sind Ich habe über. mich nicht getraut. Ja, und zwar zu Recht hast du dich nicht getraut, weil wenn man mir folgt, dann passiert nämlich automatisch Folgendes. Deine Seele wird ausgeraubt. Deine Seele wird ausgesaugt und ich komme durch deinen Bildschirm und hau dir ins Gesicht. Das passiert bei jedem neuen Follower. Man gewöhnt sich aber dran. Ich habe mich nicht getraut. Ich halt Omi. Man merkt gar nicht, dass da viele Dynamo-Fans im Publikum sitzen. Nee, merkt man überhaupt nicht, ne? So die ganzen Dynamo-Rufe, da ich glaube, das sind alles Hansa-Fans. Übrigens ist es kein einziger hingefallen von Bad Nauheim, ne? Ich alte Omi. Das Thema hatten wir doch schon mal, Saki. So alt bist du nicht. Du riechst noch nicht nach Erde. Noch. Ich hätte, bei Hansi lacht mich aus. Nein. Nein, nein. Nö, überhaupt nicht. Auf jetzt. Jetzt einfach mal volle Kanne draufziehen. Genau, so. Ey, das Ich bin mir sind. nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob du bei mir die Älteste wärst. Tatsächlich. Perrin ist, glaube ich, auch furchtbar alt. So, jetzt fällt's. Oder auch nicht. Außerdem bin ich ja eine One-Man-Army, was Bannen betrifft. Wenn da einer von meinen Leuten ausgelacht wird, dann wird der, der gelacht hat, gebannt. Aber ohne zu zögern. Das geht zapp, zalapp, da muss ich nicht mal das Spiel pausieren für. Die Nachbarin von meiner Oma, die wurde 97 und die hat bis zu ihrem letzten Tag hat die geraucht und Whisky getrunken. Habt ihr gehört, Leute? Whisky trinken und rauchen, dann werdet ihr alt. Ey, ohne Scheiß, die war auch. Ey, ohne Mist, das war die Frau, das war krass, die war 97, die war fit wie ein Turnschuh, die sah auch nicht aus wie 97. Also eine 97-Jährige stellt man sich ja wirklich vor, alt, alt, alt. Aber die war immer relativ modern gekleidet. Die sah auch, so sah die nicht aus. Die sah aus wie 70 vielleicht. Hat halt geraucht wie eine Blöde, hat ihren Whisky getrunken. Die war im Kopf, war die fit wie Sau. Und ist sie halt einfach irgendwann an Altersschwäche gestorben. Ja, so Mit viel. 97. Also, die hat ihr Leben auf jeden Fall gut gelebt, sag ich mal. Kann man machen. Alter, ist jetzt schon Power Break? Was ist das denn? Ja. Trinken tue ich wenig. Trinken ist wichtig, sagt der Chat. Ja, sag ich auf jeden Fall, die war mit Schönheit gesegnet. Und zwar nicht nur äußerliche, sondern vor allen Dingen innere Schönheit. Weil die war auch so ein herzensguter Mensch. Ich werde auch nie vergessen, mit meiner Freundin waren wir bei meiner Oma auf dem Geburtstag. Und Tante Ulla, also ich habe sie immer Tante Ulla genannt, das war die Nachbarin. Weil die hat mir die Scheiße vom Arsch gewischt, als ich ein Baby war. So lange waren die ja auch schon Nachbarn. Kam dann rein so. Ja, Hannes, willst du deiner Freundin nicht Bier anbieten? Und meine Freundin dann gesagt so, ja, nicht, trink kein Bier. Da hat sie eiskalt gesagt so, ach so, ja, dann gib ihr einen Whisky. Ja, cool. Aber die war da wirklich komplett schmerzbefreit. Die war wirklich cool. Sie hat mir mal erzählt, sie hat angefangen irgendwie mit 20 oder so zu rauchen, 20, 25. Also die hat wirklich ihr Leben lang eigentlich geraucht.
Also die hat wirklich einfach wahrscheinlich wahnsinnig Glück gehabt mit ihrem Körper, dass der gesagt hat, so, ach, Krebs haben wir jetzt gar keinen Bock drauf. Rauch du mal, das konserviert. Die hat jetzt auch nicht jeden Tag Whisky gesoffen, ne? Also sie hat halt mal einen Whisky getrunken, aber nicht jeden Tag. Die hat halt mal einen Whisky getrunken, wenn ihr danach war, so auf Feierlichkeiten und so, aber geraucht hat es halt jeden Tag. Wie findest du eigentlich das Stadion im Weißwasser? Das macht doch erstmal einen ganz netten Eindruck. Ich sehe aber keine neuen Fans, ne? Und wahrscheinlich auch keiner da, ne? Ist auch am Arsch der Heide. Ich wäre der Einzige, der da hingefahren wäre. Stell dir mal vor, ich wäre der Einzige noch mal im Fan im Block gewesen. Wäre doch cool gewesen. Hätte ich mich auch ein bisschen dumm gefühlt, weißt du das? Ja, aber da könntest du dich ja eher als den treuesten Fan der Welt ansehen. Und vielleicht darfst du im Mannschaftsbus mit nach Hause fahren. Das wäre wahrscheinlich so eine Möglichkeit gewesen. Die Mannschaft kommt an die Kurve, da steht nur ein einziger Fan da. Sie haben ja den einen zum Essen eingeladen, ne? Die mit der Mannschaft, der mit dem Fahrrad nach Freiburg gefahren ist. Naja. Naja, ich weiß. Jetzt bereue ich es, dass ich nicht hingefahren bin. So ein Scheiß. Da hätte ich mir schön mein Trikot unterschreiben lassen können im Bus, weißt du? Hätte ein paar Selfies gemacht im Bus. Wäre stabil gewesen. Sie haben aber den Eisbären-Torwart im Tor. Das fuckt mich so ab, ey. Das ist der von der Eisbären. Aber sag ihn, denn rauchst du ja auch schon etliche Jahre. Und wenn du bisher noch keinen Krebs hattest, dann wird da wahrscheinlich auch nichts mehr kommen. Wahrscheinlich wirst du auch, wie meine geliebte Tante Ulla, die Nachbarin meiner Mutter, 97 Jahre alt werden und eine Kippe in der Fresse dabei haben. Oh, knapp. Und hast du jetzt mal geguckt, wann das Trikot kommt ungefähr? Was da steht? Es soll wohl morgen kommen. Ja, cool. Ich kann es aber leider nicht an die Packstation weiterleiten, weswegen das dann wahrscheinlich in der Filiale landen wird. Das heißt, ich kann es dann Montag abholen. Kannst du nicht einstellen, dass es bei dir vor die Tür legen oder so? Ja, um Gottes Willen. Ich wohne hier im Ghetto, im Block. Ich lasse das auch nicht vor meine Tür liegen, dann ist das abends weg, wenn ich nach Hause komme. Ja, stimmt. Oder lass es doch deiner Freundin. Ich wohne in der DDR, Alter. Haben wir noch vorhin schon festgestellt. Hier in der Platte und er sagt, oh, leg mal vor die Tür. Oh, ich hole das denn Montag ab, ist ja auch fein. Mhm. Dann kannst du es nächste Woche Freitag anziehen, wenn wir zusammen gucken. Dann weiß ich auch schon, was ich Montag zum Abendbrot esse. Mhm. Wurst. Mhm. Ich wohne in Rostock, Saki. Und du? Wenn die jetzt auch in Rostock wohnt, sage ich nichts mehr. Dann falle ich hier vom Glauben ab. Dann falle ich hier vom Glauben ab. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, ich vermute Sachsen oder Thüringen. Es ist Thüringen. Oh, Thüringen ist so schön, ne? Ich finde Thüringen wahnsinnig schön. Weißt du, was ich jetzt Bock habe? Auf eine Teufelswurst. Nee, auf eine originale Thüringer. Ja, Mann. Jetzt wird Thüringen, hä? Jetzt wieder Thüringen, vorher Sachsen-Anhalt. Ah, Thüringen ist ja dann aber auch schon schöner. Ey, aber wirklich, eine Original-Thüringer Rostbratwurst, aber wirklich original aus Thüringen, also in Thüringen. Mhm. Die ist geil. Alles, was die hier verkauft wird, so als Original-Thüringer Rostbratwurst, das ist alles scheiße. Ist keine Thüringer Rostbratwurst. Die kriegst du nur in Thüringen. Ich sag's dir. Mein Kumpel, der war letztens in Thüringen und der hat mir 3 Stück mitgebracht, weißt du? Da habe ich 3 Stück bestellt. Da hat er gesagt, der kostet 2 Euro. Ich sag, bring mir 3 Stück mit, ne? Und dann hat er mir die geschenkt.
Mein Kumpel war extra in Thüringen für ein paar Tage und hat mir eine Tür und, hab, und hat in die Gruppe gefragt: Hier, ich bin in Thüringen, will jemand ein paar Würstchen haben? Da habe ich gesagt: Bring mir mal 3 originale Thüringer Rostbratwürstchen bitte mit. Alter, waren die geil! Und du hast noch nicht mal kennengelernt, wie geil die sind, weil richtig geil sind sie, wenn sie dann wirklich auf dem Grillrost gebraten sind. Ich hab sie mir gegrillt. Ich hab sie nett in die Pfanne gemacht, ich hab die gegrillt tatsächlich. Das war so geil. Ja, die schmecken auch einfach geil. Waren die von Wolf? Keine Ahnung. Wie der Metzger da heißt. In Thüringen. Auf jeden Fall war es cool. Waren zwar eingeschweißt, haben sie. Hm? Aber die waren halt aus Thüringen vom Metzger. Also war die das originale Thüringer. Vielleicht fahre ich auch einfach, wenn ich in 2 Wochen frei habe, einfach mal für einen Tag nach Thüringen, hol mir Thüringer Rostbratwürstchen und fahre wieder heim. Mit einem Deutschland-Ticket. Fahre ich einfach mal nach Erfurt, hol mir ein paar Thüringer und fahre wieder heim. Was hältst du denn davon? Ich habe dir gar nicht zugehört, was? Ich habe jetzt gerade überlegt, ich habe übernächste Woche Freitag wieder frei. Habe überlegt, einfach mal nach Thüringen zu fahren. Für einen Tag. Für eine Wurst. Für einfach die Thüringer zu holen. So, mach doch mal. So, jetzt im Deutschland-Ticket zahlt ja nicht für. Ja, Penny ist live. Gehe ich auch noch in Lurk. Sag hier, jetzt musst du dich teilen. Wither and Evil oder Sport? So, jetzt bin ich in allen Chats drin, wo ich drin sein will. Saki ist schon drüben. Hansi. Wie bitte? Saki ist schon drüben. Wo? Achso. Ist sie jetzt gar nicht mehr hier? Weiß ich nicht. Doch, Saki ist auch noch hier. Hey, wie machst du das, Saki? Hast du dich geteilt? Hexe, es ist eine Hexe. Ich sag's dir, verbrennt sie. Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Jetzt könnte man ein Tor fallen nach 14 Minuten. Hätte ich nichts dagegen. Toll, jetzt habe ich ja noch Werbung bei Penny. Bist du eine Hexe? Haben die denn? Ich habe jetzt wieder eine Anfrage gekriegt, wann die Vereine fertig sind. Ich bin das Gegenteil von einer Hexe. Was? Was ist das Gegenteil von einer Hexe, Zauberin oder was? Das würde mich jetzt auch mal interessieren, was das Gegenteil von einer Hexe ist. Ich bin eine Fee. Okay. Ich bin sprachlos. Ich habe eine Feen-Chat. Darf man sich bei dir was wünschen? Ja, Tor! Leider für die falsche Mannschaft. Nicht dein Ernst. Ja, Tor. Jo, tut den Lunemann raus. Die sind doch echt so schlecht wie die Nacht. Sei mal ehrlich. Wobei er da jetzt auch nicht... Da konnte er jetzt aber auch nichts für. Obwohl, na, unhaltbar war er aber vielleicht auch nicht, ne? Von der Position... Der hätte einfach nur schneller rüberfahren müssen. Ja, nee, der hat freie Sicht, haben sie.
Der hat freie Sicht aufs Tor, auf das Geschehen. Normalerweise hätte er den haben müssen. Alter Schwede, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ist auch ein Fliegenfänger. Gebe ich euch recht, Lautwitzer Füchse-Fans. Haben ja gerade gerufen, Fliegenfänger zu ihm. Ist ja auch einer. Ach so, ich hätte mit seinem Fanbeauftragten hinfahren können vom EC Bad Neuenahr. Der steht hinter der Bande. Der steht direkt neben der Bande, wo die Spieler sitzen. Steht unser Fanbeauftragter und der erste Vorsitzende vom Fanclub. Hansi. Den hätte ich fragen können. Ob er mich mitnimmt. Ja. Fahr heim, Lunemann. Ne Fee, sagt sie, ne Fee. Ist eine Fee wirklich das Gegenteil von einer Hexe? Ich weiß. Das google ich jetzt. So, also, Gegenteil von Hexe. Hexe. Wahrscheinlich eine Heilerin. Gibt es nicht. Es gibt kein Gegenteil von Hexe. In einem Märchen ist es etwa die gute Fee. Also, ja, gut, dann gehe ich den Punkt. Alter, warum sind wir so schlecht? Kann mir das jemand mal verraten? Übrigens, Hansi, ich habe mir letztens einen Nerv eingeklemmt. Das tut heute noch weh. Beim Niesen. In der Rippe. Schreib mich, wie sowas funktioniert. Boah, das schaffe ich aber auch öfter mal. Siehst du? Ja. Ja, ist ja gut, Saki. Ich hab's. Ja, hier komm. Nochmal, damit Saki sich jetzt berühren kann. Selber. Und ihr Ego zart untenrum streicheln kann. Hört genau zu. Ich sage, Saki hatte recht. 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 Was ist denn hier los, Alter, ey? Hansi, ich komme diese Saison nochmal nach Rostock, ne? Hab ich ja gesagt. Ja. Du musst mir nur Bescheid sagen, wann und wo du Zeit hast. Ja, mit Zeit ist halt immer schwierig, ne, mit Kind. Ja, machen wir trotzdem was Schönes. Kannst ja dein Kind. Dann lernst du mal dein Kind und deine Frau kennen. Aua. Meine Frau willst du nicht kennenlernen, glaub mir. Warum? Die nimmt dich auseinander. Warum? Klatscht dir wahrscheinlich gleich ein paar, weil. Mit dem Kommentar, wegen dir hängt er den ganzen Tag am Handy, weil du ihn dauernd schreibst, du Hund. Quatsch. Die folgt mir sogar noch auf Twitch, ne? Das kann sein, aber sie hat auch gar keinen Twitch mehr. Also sie hat die App schon ewig runtergeschmissen. Ja, ne, aber der Account Celeste oder wie sie hieß, hab ich noch. Ja, das kann sein. Wo ist eigentlich meine Freundin? So, Freiburg führt auch 2-0 gegen Kaufbeuren.
Wir müssen eher nach Krimmitschau heute gucken, ne? Wenn die heute gewinnen, sind wir Letzte. Ja. Oh, Lunemann hat einen neuen Helm, sehe ich gerade. Hast du gesehen? Ich weiß nicht, wie sein Alter aussieht, deswegen nein. Nein, mit Feuerflammen war der. Und mit dem Teufel-Logo war der drauf. Mit Feuerflammen gibt's denn auch Wasserflammen? Hansi, du weißt, was ich meine. Ja, die berühmten Feuerflammen. Du machst mich fertig. Ich krieg noch graue Haare wegen dir. Ja, da gewöhnt man sich dran. Übrigens, dein Paket wiegt 3 Kilo. Sehe ich gerade. Ich habe gerade den Zettel vor mir liegen. 3 Kilo. Ich muss die Scheiße hier in den vierten Stock tragen, du Hund. Was für 3 Kilo? Ja, 2,9 Kilo wiegt das Paket. Ist ja auch ein bisschen was drin. Wir haben ein bisschen was reingepackt. Ach so, weißt du, was ich jetzt mache? Ich hält die Klappe bei meiner Mom, ja? Wenn ja, du bestellst jetzt ein Konsolen. Du bestellst jetzt ein Trikot. Mhm. Mhm. Du hast recht. Mach das nicht. Doch. Ich bestelle mir jetzt ein Jeremy Kuhn. Nein, mach das nicht. Zu spät. Warte noch ein paar Tage ab, bis du wieder Geld hast. Ich mach das auf 30 Tage. PayPal, das geht schon. Hilfe. Der Benny dreht durch. Der Benny dreht durch, Hansi. Ja, meine Damen und Herren, hier seid ihr wieder live dabei, wie Benny seinem finanziellen Ruin lachend entgegenfliegt. So mögen wir das, so lieben wir das. Ach, da oben steht auch Fanshop. Warum sehe ich das nicht gleich? Trikots. Welches nehmen wir? Wir haben ja nur die Heimtrikots. Größe XL. Achso, es gibt auch die Auswärtstrikots zur Auswahl. Killerwurst habe ich schon eins. Nimm ich es von Marc Elsayet oder die. Nee, ich nehme es von Jerry Kuhn. Ich dachte, du wolltest Jerry Kuhn haben. Ja, ich nehme jetzt auch erstmal das Jerry Kuhn-Trikot. Hast du noch 400 Trikots? Was? Von Elsayet habe ich ein Aufwärmtrikot, ja, und 3 Fan-Trikots, glaube ich, vom Elsayet. Na, siehst du. Und von Kuhn hast du gar nichts. Nee, und von Taylor Wolves habe ich auch schon 3-4 Trikots. Ich würde ja sagen, du bestellst jetzt gar keins und hast ein bisschen Geld drauf, was? Aber du hörst ja auch immer nicht auf mich. Wie war denn mein Passwort beim PC? Warte mal rein. Ich muss kurz in meinem Handy gucken. Ich bin gleich wieder bei euch im Chat. Nee, nein. Nein, 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 warte. Du packst das Handy ganz weit weg. Ich sollte dich dran erinnern. Handy ganz weit weg, sonst wirst du gleich wieder gespoilert. Nee, das habe ich schon ausgemacht, tatsächlich. Ich habe nur die anderen Ergebnisse an, von der DL2. Hansi. Was soll ich noch spielen? So. Willkommen zurück, Saki. Du kleine Fee. So. Ja. Du siehst jetzt live, wie Benny sich schon wieder in den finanziellen Ruin treibt und Blödsinn macht, weil er ja nicht auf mich hört. Mhm. Einlocken. Grinst dich auch noch so, du Hund. Hat es dir jemals geschadet, auf mich zu hören? Nein. So, war es sogar immer sehr gut für dich, wenn du auf mich gehört hast? So 30 Tage. Lenk dich ab. Ja, länger, ja, es ist. Ach, Zahlungsmethode können wir nicht anbieten, ihr seid scheiße. Ja, dann. Ab geht die Post.
Ja, es war doch immer dein Vorteil, wenn du auf mich gehört hast, Ich schick richtig? dir jetzt einen Screenshot, ja? Nein, mach es nicht. Es war immer gut, wenn du auf mich gehört. Ich sage jetzt, gib nicht schon wieder 80 € für ein Trikot aus, wenn du jetzt kein Geld hast. Warte, bis du Geld hast. An sie. An sie. Leute, ich gebe euch jetzt einen Tipp. Mutet den Stream. So, Pause. Das kann ich dir sagen, er hat. Hast du das jetzt doch direkt bezahlt? Du hast keine Kohle und gibst 85 verdammte Euro aus. Für ein Trikot, warte doch einfach noch eine Woche, bis du wieder Geld hast, Mann. Oh, er macht mich so traurig. Was hat er gemacht? Sag ich alt und weise. Sag ich, ich hab nichts Man gemacht. sollte kein Geld ausgeben, wenn man kein Geld. Ich war ganz lieb gerade. Oh. Im nächsten Monat bestelle ich dann das Auswärtstrikot von El Sayed und habe ich alle drei Trikots dieses Jahr gekauft. Hängt aber wirklich viel am Handy. Ja, ich hänge wirklich. Warum, Benny? Da ich Bock auf ein Trikot hatte. Da hatte ich sprachlos. Du hast aber auch 400.000 Trikots und hast ja auch jetzt gerade erst ein Trikot gekauft, was du ja jetzt gerade auch anhast. Und es ist ja auch okay, wenn das der Hobby ist, dann feel free, hol die Trikots. Aber doch nicht, wenn du kein Geld hast, dann warte doch einfach noch eine Woche länger, Ja. bis du wieder Gehalt hast und dann kauf dir das Trikot. Ich weiß. War, glaube ich, ein bisschen dumm jetzt nachhinein. Aber was mache ich? Ach, na du erzählst ja Dinge. Ich sag's doch, hör einfach mal auf mich. Das war immer gut für dich. Und ja, ich beiß gleich in eine Tischkante hier. So viel kannst du gar nicht saufen, wie du kotzen willst. Ich liebe an sie seine Kommentare. Aber das rote Trikot, habe ich überhaupt noch Platz dafür? Fuck you. Hast jetzt auch noch das falsche Trikot Nein, bestellt? ich habe keinen Platz mehr, wo meine ganzen Trikots liegen. Und ich weiß ja, wo ich es hinpacken soll. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das hinpacken soll nach der Saison. Du deprimierst mich. Ich mache am besten den Schrank wieder zu und denke mir so: Alles gut. Jetzt ist es, glaube ich, zu spät, weil ich habe es schon bezahlt per PayPal. Diesmal habe ich es nicht auf Rechnung gemacht, Ja, glaube ich. stornieren kannst. Stornieren kannst du es ja trotzdem. Nö, aber ich habe ja noch Geld auf PayPal gehabt. So ist es nicht. Ui, Saki, meine Liebe, vielen Dank für deinen Follow. Hast du dich jetzt doch getraut, ja? Hansi, bist du eigentlich Abonnent bei mir? Ist denn jetzt was passiert, als du mir gefolgt bist? Hast du Schmerzen dabei gehabt? Hat dich irgendwas gebissen? Hat dich irgendwas gebissen? Ja, muss man ja wissen, nicht, dass ihre Sorge am Ende berechtigt war. So, Wo kommen Hansi. wir denn dahin? Was ist mit dem kaputt? Warum fährt er mit dem Fahrrad auf dem Eis? Awesome! Weil er es kann. Vielen Dank für dein Geschenkesupport. Bitte.
So, Saki kriegt auch eins. Ich hab heute Spendierhosen an. Wie nö. Was ist das denn für eine Scheiße? Nicht mal auf meine Teufelsessenz ist hier verlassen. Jetzt werden meine neuen Follower nicht mal bestraft dafür, dass sie mich folgen, dass sie mir folgen. So eine Scheiße hier. So, Schluss. Ich hab heute Bock. Benni hat heute Bock. Das merkt man gar nicht. So, meine Mods sollen sich doch wohlfühlen und meine VIPs. Saki, danke für die 300 Bits. Ui. Und womit habe ich das verdient? Jetzt kommt hier auch noch Support reingeballert. Also jetzt raste ich ja hier völlig aus. Und Saki, da muss ich Benni jetzt mal in Schutz nehmen, auch wenn ich das sehr ungern natürlich tue. Ich habe Ruf zu verlieren. Das ist besser geworden mit seinen Geschenke-Subs. Da hat er jetzt 2 Stück mal gemacht. Das ist besser geworden. Glaub mir, so letztes Jahr um die Zeit... Da habe ich mal ein 100 bis 150 rausgeballert. Ich wollte gerade sagen, so 100 bis 150 war da keine Seltenheit. Nö. In einem Stream. Da war in einem anderen Stream nochmal 20 und hier nochmal 15. Also da ging ja schon fast 1000 Euro nur für Twitch rauf. Hm? Das habe ich ihm ja schon ausgeprügelt, dass er das macht. Das macht er ja schon gar nicht mehr. Nö, hoffe ich. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Sub verschenkt habe. Das ist, glaube ich, schon 2-3 Monate her. Außer bei dir, Hansi. Ich mache es eigentlich immer nur bei dir, wenn du bei mir im Chat bist. Ah. Also da, Saki, das habe ich ihm ja schon gewaltsam aus seinem Körper rausgeprügelt, dass er das tut. Das waren ja wirklich, also mindestens 1000 Euro im Monat, die er da verschleudert hat. Das macht er ja schon nicht mehr. Ich bin ja, deswegen sage ich ja, ich fühle mich ja so ein bisschen wie sein Papa. Ich sehe, glaube ich, auch ein bisschen aus wie sein Papa. Ich habe jetzt einfach noch mal random einen verschenkt. Einfach mal random noch einen verschenkt. Und es hat Liquid erwischt. So, jetzt ist aber Schluss. Jetzt mache ich nichts mehr. 3 Subs reichen. Viel Spaß mit den Emotes. Wie gesagt, früher, ich weiß nicht, ob du mal bei Saphira warst, da hatte ich Saphira von mir in einem Stream, glaube ich, 70 Subs geschenkt bekommen. Die war sprachlos. Ich habe schon Leute Streamer zum Heulen gebracht, tatsächlich. Du hast aber immer die falsche Intention dahinter gehabt. Du hast halt immer oft Subs verschenkt, in der Hoffnung, dass dich dann die Leute lieb haben. Oder akzeptieren, aber das damit, du kannst dir ja sowas nicht erkaufen. Die Leute haben dich ja auch so gern. Hier zum Beispiel Saki ist ja nicht hier, weil du ihr 1000 Follower, 1000 Subs geschenkt hast, sondern weil sie dich ja irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich trinkt sie sehr viel, mag. Und sowas erkauft man sich halt nicht. Das ist völlig egal, ob du keine Subs verschenkst oder 35 Subs verschenkst. Die Leute nehmen dich, wollen dich ja so gern haben, wie du bist. So. Okay. Und ich bin 34. Hansi? Seit ich Benni kenne, sehe ich aber aus wie Mitte 80. Also. Seit ich Benni kenne. Ja gut, ich habe jetzt einfach mal 3 Subs verschenkt. Das sollte gut sein. Das reicht jetzt wieder für ein ganzes Jahr. Und gut ist. Das waren jetzt knapp 15 Euro. Das geht. Ich weiß, Saki, und das finde ich auch cool.
Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wirklich einen Sub verschenkt habe. Ach Gott, ihr könnt all meine Kinder sein. Hansi ist weg. Hansi ist weg. Hansi ist einfach weg. Der ist einfach abgehauen. Was? Achso, da ist er doch. Nee. Aber mein Internet hier auch gerade ein bisschen rumzuspinnen, habe ich das Gefühl. Bei mir spinnt es gerade rum, auf jeden Fall. Ich gehe jetzt auf den... Weil der Stream hängt bei mir auch. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt einfach mal auf den ganzen Stream-Chat raus. Vielleicht liegt es da dran. Hat bei dir gerade der Stream gehangen? Nö. Ja, bei mir schon. Benni, dichter ans Mikro, jaha. Ich schreie euch doch schon an. Bei mir liegt das Mikro komplett in den roten Bereich schon aus. Wo ist meine Freundin eigentlich heute? Die hat mich heute noch so dumm gefragt, streamst du heute? Ich so, ja. Und die so, Gott sei Dank. Und jetzt ist sie nicht da. Wer? Meine Freundin. Ja, mach Schluss mit ihr. Weg damit. Hilft ja nicht. Supportet nicht. Weg damit. Wenn die hier nachher auftaucht, dann mach ich sie erst rund. Bosslenker. Absolute Frechheit. Respektlos sowas. Die hat ja gesagt, sie geht wahrscheinlich heute mit ihrem Mädels weg. Ist ja auch okay. Ah, und dann hast du gesagt, sie freut auf mich. Ja, da hast du mich ja angeflunkert. Du Nein, die hat es wirklich noch geschrieben. Warte. Warte, heute Morgen war das. Hä? Wo hat sie mir das geschrieben? Bin ich dumm oder habe ich das geträumt? Na, ist aber auch ein... Ich habe vorhin gepennt heute Mittag. Ah. Oh, weißt du, was jetzt gerade passiert ist? Es sind schon wieder 3 graue Haare mehr gekommen. Ah, nee, weißt du, wo die mir das gesagt hat? Am Telefon. Um 13.43 Uhr habe ich mit dir telefoniert. 3 neue graue Haare, Benni. Ich habe mit dir telefoniert, alles gut. Eins davon im Bart, das nehme ich persönlich. Und? So, Kassel führt. Ja, ich habe heute mit meiner Freundin telefoniert, tatsächlich, ausnahmsweise mal. Alter, Köln schießt Düsseldorf ab. Wie geil ist das denn? Ich hoffe, ihr wart beide dabei angezogen, Benni. Ich nicht, ich lag im Bett. Was habe ich dir letzte Woche gesagt? Nichts will ich darüber wissen. Nichts. Nichts. Gottverdammt. Jetzt muss ich mir hier wieder anhören, dass er sich am Pillemann rumgespielt hat. Das habe ich nicht. Mit der alten Telefonnummer. So eine Scheiße. Das habe ich nicht. Warum nicht? Du wolltest doch nicht hören, was ich gemacht habe. Also, ja, hast du recht. Ich frage manchmal, ohne drüber nachzudenken. Deswegen sage ich jetzt nichts. Aber gut, dass sie jetzt nicht hier ist, kann ich mir... Aber dass sie jetzt nicht hier ist, kann ich mir sogar vorstellen. Sie mag ja Eishockey gar nicht. Stimmt. Ich will es nicht hören. Nein, du hörst auch nichts. Denn du als ihr Freund weißt natürlich, was ihre Lieblingssportart ist. Gar keine. Digga, bist du nass? Du musst ja wissen, was ihre Lieblingssportart ist und ihr Lieblingsteam. Das weiß ja sogar ich. Sag mal. Und ihre Lieblingsmusik.
Woher weißt du das? Weil ich mich mit Menschen unterhalte und zuhöre. Dann hast du mit der. Was? Sie ist Fan der Philadelphia Eagles. Das weiß ich. Football. Ja. Und hört Metal. Das ist deine Freundin, oder? Hört Metal und war dieses Jahr sogar auf dem Summer Breeze Festival. Wann hast du dich mit meiner Freundin unterhalten? Lustigerweise, es könnte wirklich auf meine Freundin zutreffen, weil die ist auch Eagles-Fan tatsächlich. Wann hast du dich mit meiner Freundin unterhalten? Letzte Woche. Wann letzte Woche? Als du mir ihre Nummer gegeben hast. Habt ihr telefoniert? Da hatten wir halt mal. Nee, geschrieben. Okay, jetzt bin ich neugierig. Da hat sie mir halt gesagt, dass sie Eishockey halt langweilig findet, aber Football halt geil findet. Ja, Football mag ich auch. Also Freitag. Yep. Genau, Freitag. Es war letzte Woche Freitag. Hey, ich bin schon eine Woche mit ihr zusammen. Um Gottes Willen, wir sind alle ganz schockiert. Das ist die längste Beziehung, die du jemals hattest, Benny. Nein. Du hast es noch nicht verkackt. Ich bin so stolz auf dich. Er wird doch langsam erwachsen. Ich war heute kurz davor, es zu verkacken. Sag ich's mal so. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Wahrscheinlich warst du die ganze Woche jeden Tag kurz davor, aber sie hat wahrscheinlich sehr stark. Heute Morgen hat sie gesagt, sie wird fett. Ich so, warum? Meine Kollegen bringen Brötchen und Croissants mit auf die Arbeit. Ich so, ist doch nice. Und die so, hör auf, sowas noch einmal zu mir zu sagen. Ich so, das war auf die Brötchen und Croissants bezogen. Mir egal. Ich so, okay. Und hab aufgehört zu schreiben. Also, da finde ich aber, hat sie überdramatisiert. Also das fand ich jetzt keine schlimme Aussage. Also Hansi, ich hoffe, sie seid im Chat. So, das habe ich geschrieben. Also, ich habe nicht nice geschrieben, ich habe was anderes geschrieben. Ich weiß, man schickt keine Screenshots, aber... Hast gelesen? Ich hoffe, die ist halt im Chat. Am Ende bin ich jetzt heute noch Single. Nee, die ist nicht da. So schlimm war das doch gar nicht, oder? Oh, ich hätte dich dafür auch angemault. Warum? Läuft bei dir. So was schreibe ich zu einem Kumpel, aber doch nicht zu meiner Freundin. Also ich werde jetzt nicht noch einen Workshop mit dir machen, wie man mit seiner Freundin umgeht. Das nee. Oh oh. Oh oh. Es geht weiter, Hansi. Spielen die schon bei dir, oder? Ja. Gott. Ich muss neu laden. Oh oh. Keine Ahnung. Also beim 2-0 dreh ich durch, ne? Ich glaube, dann schreibe ich dem Itzebad Neum eine E-Mail. Der soll mal ganz dringend über ihren Trainer nachdenken sollten. Ich glaube, da wirst du nicht der Einzige sein. Auf Facebook haben sie schon letzte Woche Sonntag schon geschrieben, der Trainer muss weg. Die ja, ich meine, ihr verliert ja jetzt wirklich mittlerweile jedes Spiel. Ja. Und das sind ja keine knappen Niederlagen, das sind ja wirklich. Ihr spielt ja auch scheiße. Da ist ja überhaupt kein Konzept zu erkennen. Ja, das ist wieder so ein Spiel, was zieht sich wie Kaugummi heute. Das darfst du jetzt schon. Das merke ich schon jetzt schon wieder.
Sag mal ehrlich. Es geht alles hin und her zwar, aber richtige Torchancen. Benni, du musst Frauen immer schmeicheln. Das mache ich doch mit meinem Grinsen. Spaß. Jetzt, was spielen die da? Star Bulls führen gegen Krefeld 2-1, haben sie. Ich sag dir, entweder steigt Kassel, Rosenheim oder Dresden oder Krefeld auf. Einer von den vier steigt auf. Landshut ist ja auch noch Erster. Landshut kann ja auch noch aufsteigen. Das Landshut nächstes Jahr DL. Wow, die waren vor 4 Jahren noch in der Oberliga. Krass. Ich glaube, ich muss mal hier Beziehungsratschläge mal in den Chat schreiben. Du willst Beziehungsratschläge Schläge in den Chat schreiben? Aua. Aua. Oh, Digga, da sind gerade Minimum 20 neue graue Haare gekommen. Ach du Scheiße, davon die Hälfte im Bart. Ich werde mir den Bart einfach abrasieren, dann sieht man die wenigsten nicht mehr. Saki, greift sich auch schon an den Kopf. Oh, gut, dass der den Puck nicht trifft. Gut, dass da, dass die nicht schießen können. Saki, was ist los? Habe ich eigentlich jetzt wirklich ein Jerry Kuhn Trikot bestellt? Ja, hast du. Okay. Obwohl, ich weiß jetzt, wo sie wohnen. Ich habe mich total verkalkuliert. Ich dachte, die wohnen an der schweizerischen Grenze. Die wohnen in Freiburg. Ist doch alles das Gleiche. Ist doch alles das Gleiche. Obwohl, jetzt weiß ich, wenn ich das nächste Mal nach Freiburg fahre zum Eishockey, jetzt weiß ich auch, wo ich unterkommen kann. Hansi. Da solltest du sie vielleicht vorher fragen. Nicht einfach schon mal festlegen. Okay, dann sage ich so, wo ich unterkommen könnte. Und wahrscheinlich nie wieder zurückkommen. Weil ich ans Bett gefesselt werde und geknechtet werde und erzogen werde. Nein. Alter, was war das für ein Pass? Den hätte ich ja besser gespielt. Also erzogen werde ich sowieso noch von ihr, glaube ich. Und auch sie wird viele graue Haare kriegen. Ruf nicht schon wieder nur Dynamo. Ich sag dir, da sind ganz viele Dynamo Dresden-Fans im Stadion, Hansi. Saki, ich bin da 100% deiner Meinung. Ausgehungert? Was? Ausgehungert? Was meinst du jetzt damit? Benni, hattest du eigentlich schon mal eine richtige Beziehung? Ja. Also ich meine nicht so ein Fernbeziehungsding, sondern wirklich... Das war auch eine Fernbeziehung, aber wir haben uns fast jede Woche gesehen. Ja gut, denn wenn man sich dann jede Woche trotzdem sieht, dann ja, dann ist das eine Beziehung, ja. Weißt du, wer das war? Die kennst du auch. Felinatrix aus meinem Chat. Felinatrix. Felinara. Vielleicht sagt dir der Name noch was, Hansi. Nö.
Nö, tatsächlich bei mir zu Hause. Ich war eine Woche bei ihr in Passau. Das war die, die aus Passau kam. Kannst du dich noch dran erinnern? Im Park. Kitty Natrix, kannst du dich nicht mehr dran erinnern? Digga, ich weiß nicht mal, was ich gestern zu Mittag hatte. Sarah! Wo, wie Sie soll Sarah auf meinem Chat. Das weiß ich doch nicht. Ich weiß nicht mal, was ich gestern zu Mittag hatte. Und du kommst mir jetzt hier mit Sachen von vor 40 Jahren. So alt bin ich nicht. So alt bin ich doch gar nicht. Filinara. Filinara hieß sie. Schick dir mal ein Bild rüber. Felinara ist ein Pokémon. Ja, so hat sie sich auch genannt, wegen Pokémon, weil sie Pokémon-Fan war. Okay, Warte. dann werde ich jetzt meinen Account auch umbenennen in Glurak. Warte, ich schick dir mal ein Bild rüber. Du kennst sie 100 Pro. Wofür empfiehlst du mir gegen Zeng? Saki? Das ist Gegen die meine. grauen Haare oder? So, Hansi. Die kennst du doch 100 Pro. Sei mal ehrlich. Ja, doch, die Fresse sagt mir was. Doch, doch. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Es war da, wo ich die ganze Zeit nicht gestreamt habe, weil wir immer jeden Abend Mario Kart gezockt haben und ich keine Capture Card hatte. Und jeden Tag im Discord hing. Habe ich ein Jahr lang nicht gestreamt oder ein Dreivierteljahr. Nur weil ich mit ihr zusammen war. Aber wir haben uns gefühlt fast jede Woche gesehen, Hansi. Es waren mal zwei, Ja, drei Wochen, wo es dann gab sag was. ich auch, ja, ist okay. Zwei, drei Wochen haben wir uns mal nicht gesehen, aber ich war eine Woche in Passau und dann war sie ein, Ja, dann kam sie dann ist alle das zwei okay, Wochen zu mir. Das war schon cool. das lasse ich zählen, das lasse ich zählen. Das war Ach, schon für cool. Gedächtnislücken. Hilft da Ginseng wirklich gegen Gedächtnislücken? Also ich frage für einen Freund. Man muss Prioritäten setzen. Ja, ich habe mich halt mehr um die Beziehung gekümmert und das Problem war dann, sie hat mir dann, ihre beste Freundin hat mir dann geschrieben. Ich sag's jetzt offen und ehrlich, sie folgt mir eh nicht mehr, sie hat einen Autounfall. Ich mache mir Sorgen als Freund, ist ja klar. Das war dann auch der Logisch. Grund. Das war auch Grund, warum ich Schluss gemacht habe. Nee, das war nicht der Grund. Da kam dann raus, dass der Autounfall gelogen war, dass sie nicht bewusstlos ist, weil ich 10 Minuten, nachdem ich mir jetzt Sorgen gemacht habe, und 10 Minuten, nachdem ich die da versucht habe, Dauer anzurufen, ich habe in Passau ein Krankenhaus angerufen tatsächlich, und sie ist nicht eingeliefert worden. Auf einmal klingelt mein Discord und ich kriege einen Videoanruf von meiner Freundin, wie sie am Mario Kart zocken ist. Aber da kann doch denn deine Freundin nichts für, wenn ihre Freundin da so einen Nö, Scheiß nö, schreibt. das hat, wir haben dann auch drüber geredet, war alles gut. Und der Grund war für die Trennung, wir hatten von einem Fußballer-Mannschaftsabend. Ich war mit meinen Mannschaftskameraden mal Party machen. Macht man ja mal so, ne, Hansi? Oh, warte mal, die Story kommt mir bekannt vor. Ich glaube, mein Gehirn arbeitet gerade wieder. Wir waren Erzähl Party, weiter. wir machen Party, sie blockiert mich, entblockiert mich, blockiert mich, entblockiert mich den ganzen Abend. Und dann eine Woche später sagst du zu mir, ich bin auch an dem Abend, bist du mir doch fremdgegangen, Benny. Ich so, ich habe 20 Zeugen, dass ich mit jeder Frau hätte tanzen können, ich aber nein gesagt habe, weil ich eine Freundin habe. Und ja, gut, dass du mir nicht fremdgegangen bist, aber ich bin an dem Abend dir fremdgegangen mit jemand anders da. Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Das glaube ich. Aber doch, ey, Alter, gute Nachricht, mein Gehirn arbeitet wieder. Die Story kenne ich. Die Story kommt mir so, da, das habe ich schon mal gehört. Da, ich erinnere mich. Ich brauche doch keinen Ginseng. Geil. Aber ja, da hätte ich auch Schluss gemacht. Wenn die Alte da fremdfickt, dann hat sie halt Pech gehabt. Dann piss dich. Hure. Ja, und sie hat mir ja noch unterstellt, ich wäre an den Abend fremdgegangen, weißt du?
Ich hätte mit jeder hübschen Frau tanzen können, ohne Scheiß. Und ich habe Nein gesagt, ich habe eine Freundin. Ich habe das so bereut nach ihm Nein, dass ich da Nein gesagt habe. Ich hätte 3 Frauen mit heimnehmen können, wenn ich Bock gehabt hätte. An dem Abend. Ich glaube, das ist Quatsch, aber es ist trotzdem ehrenwert, dass du es nicht getan hast. Ja. Ich habe einfach mit, ich hätte auch mit der tanzen können, ja. Ich habe da gestanden, habe da so ein bisschen mit meinen Kumpels was getrunken, so ein paar Hütchen gesoffen. War richtig geil drauf. Wir waren die Letzten, die da rauf sind, mein Bruder und ich. Und wir hatten Spaß den ganzen Abend. Ich war morgens um 5 Uhr zu Hause. Nein, ich hätte wirklich mit 3-4 Frauen tanzen können. Ich hätte sie nicht mit nach Hause genommen. Ich bin halt ein treuer Mensch. Ich bin in einer Beziehung. Ja, besser ist auch. Und nicht so was Untreues, nur weil sie unterstellt mir, ich gehe fremd. Ist okay, kann man machen. Nein, Leute. Aua, jetzt habe ich meinen Finger geklemmt. Ah. Geschieht dir recht. Warum? Für was? Für alles. Für alles, was du jemals getan hast. Wie gesagt, ich fand es halt ein bisschen blöd, dass sie mir an dem Abend mich als entblockiert. Das fand ich ja schon komisch. Ich war blockiert, entblockiert. Nee, alles gut. Ich war halt. Das klingt für mich sehr nach Kindergarten. Ich frag mich, warum. Ich saß beim Essen mit der Mannschaft. Wir waren mit der Mannschaft komplett essen. Wir waren schön ein griechisch essen, ja. Ich sitze da beim Griechen, mein Bruder neben mir. Warum guckst du alles auf dein Handy? Sagt mein Bruder zu mir. Ich so, ja, guck mal. Sie blockiert mich, entblockiert mich, schreibt mir dann Hi, Schatz und blockiert mich wieder. Mein Bruder so, gib mir jetzt dein Handy. Ich schreibe ihr jetzt mal das Passende. Mein Bruder dann geschrieben, nichts Schlimmes, eigentlich total Liebes, ne? Und mein Bruder so, irgendwas stimmt da nicht. Mein Bruder hat die ja auch kennengelernt und meine Familie kannte die ja, ne? Weißt du? Ja. Mein Bruder hat die ja 3-4 Mal gesehen gehabt auf dem Sportplatz. Die war ja immer mit beim Fußball, wenn ich da Spiele hatte. Ja. Problem war dann, nachhinein. Jetzt aber. Immer noch nicht. Wieder Powerplay nichts genutzt. Hansi, wir sind so also schlecht. Ich sag mal so, ich bin mit meiner Freundin seit 8,5 Jahren zusammen. Und natürlich hat man sich in der Zeit auch schon mal gestritten. Auch schon mal hardcore gestritten. Ja. Und richtig doll gestritten. Aber da war nie irgendwie ein Thema, dass man sich blockiert. Nö, ich hab's ja auch nicht also, blockiert. Man kann sich ja dann einfach mal ignorieren. Und dann redet man halt einen Tag später miteinander. Aber blockieren, wenn ich sowas schon höre, Alter, das ist Kindergarten pur. Soll ich dir sagen, was das Problem war? Erleuchte mich. Die hat in der Zeit, wo ich blockiert war, hat die mir auch offen und ehrlich gesagt, ja, war ich gerade mit dem im Bett. Und nachdem sie fertig waren, hat sie mich wieder entblockiert. Na toll. Alter. Seitdem habe ich nie wieder was von ihr gehört. Ist auch klar. Ist denn vielleicht aber auch besser. Letztens habe ich sie mal auf Twitch angeschrieben. Habe ich gesagt, na, wie geht's, weißt du? So mal gefragt, ob die noch lebt. Kam eine Antwort, warum? Lass mich neugierig. Ob ihr Account noch lebt, weißt du? Auf Twitch. Und habe ich nur gefragt, hi, wie geht's? Dann kam nur die Antwort, lass mich in Ruhe, du Penner. Ich so, okay, blockiert. Wie sind wir eigentlich da drauf gekommen? Keine Ahnung. Wie sind wir jetzt eigentlich auf Beziehung gekommen? Kann mir das jemand mal erklären, mit denen hier beim Eishockey und nicht bei Beziehungsratschlägen? Wobei die Beziehungsratschläge weitaus unterhaltsamer sind. Irgendwie schon. Guck mal, wer eine Zuschauerzahl hat. Die ist auf einmal gestiegen. Was ist hier los? Ach je.
Was? Wie viele sind auf Bad Nauheim da hingefahren? Ach so, ja. Habe ich gerade nicht mit. Ich sehe keine einzigen Fans. Also man hört auch keine Fans, man hört nur die Lausitzer Füchse-Fans. Ich will ja mal nach Bremerhaven fahren. Dann habe ich alle Gründungsstadien bis auf Weißwasser und Weißwasser alle Stadien durch, Hansi. Alle Gründungsstadien. Der Dale 2 Gründer. Ey, stimmt, Saki hat recht. Ey, Saki ist wirklich. Ich weiß, die schon halb tot ist, weil sie so steinalt ist, die hat hier das beste Gehirn von uns allen. Ist einfach so, wirklich, Benny, ja. Das ist ja verrückt. Ja. Was denn? Habe ich etwas Falsches gesagt? Benny? Ja. Nix. Hansi. Ah, das hatten wir ewig nicht mehr. Nee, das hatten wir wirklich nicht. Hat damit jetzt auch nicht gerechnet gehabt. Bin ich ehrlich. Manchmal muss man den Wein reifen lassen. Ich hab damit auch jetzt wirklich nicht gerechnet gehabt. Manchmal muss der Wein reifen. Hier passiert heute gar nichts, habe ich das Gefühl. Ich glaube, Bad Nauheim hat auch, also im zweiten Drittel hat Bad Nauheim, glaube ich, auch noch nicht einmal aufs Tor geschossen. Ich weiß nicht, was da los ist. Die sind scheiße. Was? Du war ja schon, wenn du... Was habe ich jetzt schon wieder gesagt? Ich habe gedacht, ich fahre demnächst mal nach Bremerhaven zum Eishockey. Nee, du hast eigentlich, vorhin hast du gesagt, dass du nach Thüringen fährst, um dir eine Wurst zu holen. Ja, und dann fahre ich weiter nach Bremerhaven hoch. Und du bist dann in der DDR, da hat sie vollkommen recht. Nee, wie gesagt, Hansi, wie weit ist Bremerhaven von dir weg? 5 Stunden. Ach du Scheiße. Meine Idee. Ich wohne wirklich am Arsch der Heide. Es ist egal, wo in Deutschland du hinfährst, ich fahre überall ewig hin, außer du fährst nach Mecklenburg-Vorpommern. Okay. Alles, was außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern ist, ist am Arsch der Welt für mich. Es ist unfassbar. Krass. Kannst du damit überhaupt leben? Von einer Bratwurst? Nein. Ich hol mir dann von mehreren und nimm die mit heim und grill mir die dann daheim. Meine Fresse, du bist auch dümmer als die Polizei erlaubt. Ob du damit leben kannst, dass du in der DDR bist? Ja, ich war doch schon mal in Erfurt. Ich war auch schon im Buchenwald. Ich war auch schon in Weimar. Damals auf Klassenfahrt. Die sollen jetzt mal ein Tor schießen. Das klappt ja gar nichts bei denen heute. Ich hoffe, die sind gestern da angereist, Hansi. Das weiß ich nicht. Wenn die heute da hochgefahren sind, dann gute Nacht. Jetzt? Was und jetzt? Der Foot war cool. Das war die beste Klasse. Unverdorben. Gut, ich habe von der DDR tatsächlich nicht mehr viel mitbekommen. So mit 1990er Baujahr. Aber ich habe noch die DDR-Geburtsurkunde. Die habe ich noch. Das ist also ziemlich das Einzige, was ich von der DDR noch mitbekommen habe. Echt? Ich aber.
Hey, du bist ja auch noch mal ein paar Tage älter als ich. Ich glaube, ich kriege heute noch Shitstorm hier ab. Haltung annehmen, alles klar. 1-1. Was? Bowls. Das kam ja jetzt völlig aus dem Nichts. Was? Die haben ein Tor geschossen. Hey! Du sollst Haltung annehmen, du Hund. Hab ich doch. Du sitzt da immer noch wie so ein Fiedelbogen. Wir haben da den Tor. Was? Wie ist das Tor gefallen? Achso, nee, mein Stream hängt einfach wieder 5 Tage hinterher. Okay, ich hab nichts gesagt. So. Wir haben mal ein Tor geschossen, Hansi. Kann man das mal festhalten? Das muss ich mir aufschreiben. Das muss ich mir rot in den Kalender markieren, dass wir mal ein Tor geschossen haben. Ja, mal gucken, ob sie es diesmal ein bisschen über die Zeit bringen. Krefeld liegt 3-1 hinten übrigens. Hansi. Der Hauner hat sein zweites Tor heute schon gemacht. Das 3-1. Norm Hauner. Oh, wir spielen in Unterzahl. Na dann. Dann macht er jetzt noch ein Tor. Wenn wir 3 Punkte gegen Weißwasser holen. Torschütze Jordan Hickmuth. Ja, der Finne muss runter. War das der Torschütze gerade? Nö, der Hickmuth hat das Tor gemacht. Ach so. Ich werde jetzt erstmal mein energiehaltiges Erfrischungsgetränk zu mir nehmen. Das mach ich auch gleich. So, jetzt aber erstmal den Puck hinten raus, sehr schön. Lecker, lecker. Schön Gönnergy Kaktuskick. Geil. So, Monte, ich habe jetzt Werbung für dein Getränk gemacht. Ich hoffe, ich kriege eine Partnerschaft bei dir. Ich mache in jedem Stream Werbung für dich. Ist okay. Als Bezahlung 1000 Euro. Stelle ich mir vor 1000 Euro und eine Palette Gönnergy im Monat. Das ist ein Deal, oder? Was hat er da auf dem Helm? Mit meiner enormen Reichweite von 48 Followern, glaube ich, ist das für Monte ein guter Deal. Hat er einen Kölner Haie-Helm jetzt? Der Lohnemann? Oder ist das ein Nauheim-Helm? Ich bin mir da nicht so ganz so sicher. Das weiß ich nicht. NHL habe ich den Helm gegeben, den er letzte Saison hatte. Aufkommen! Komm! Du läufst alleine aufs Tor zu! Bist du komplett behindert? Den musst du machen, Junge! Hansi, den muss er machen. Das war vom Penalty geschenkt, sozusagen, gerade. Sei mal ehrlich. Den muss er machen. Den muss er machen. Guck mal hin, Hansi, den muss er doch machen. Der läuft von der Mittellinie allein aufs Tor zu und verkackt. Bitte schieß niemals ein Penalty in dein Leben. Bitte. Alter, so dumm kann man nicht sein. Den würde ich sofort den Vertrag kündigen. Ich weiß ja nicht, ob Hansi noch da ist. Der redet dann mit mir. Ich bin noch da, ja. Den muss er doch machen, Hansi, sei mal ehrlich. Ja, ich bin auch der Meinung. Alter. Der läuft alleine aufs Tor zu und schießt einen Torwart in den Arm. Herzlichen Glückwunsch. Ey, so bescheuert kann man nicht sein. Sorry, dass ich jetzt so rage, aber Alter. Betty, du roter Baron, und moin Hansi, du geile Zimtschnecke. Hallo, Kathi! Oi, 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 mit Zuckerguss sogar. Kathi, Hallöchen.
So, Martinitos. Entschuldigung. Nein, ich habe mich gerade nur ein bisschen aufgeregt. Kann ich auch mal ein SO für die Kati bekommen? Nee. Oha, du abgehobener Mod. Obwohl doch, für den Zuckerguss. Für den Zuckerguss krieg ich zu dir. Ich will ja auch wieder anfangen zu streamen, habe ich mal so am Rande mit. Ja. Ich hoffe, dass sie das auch mal irgendwann tun wird. Kati, was ist da los? Wir warten alle, ganz verzweifelt. Hust, hust. Also der Lunemann, echt. Heute hat der Lunemann mal gut gehalten bis jetzt. Sag mal ehrlich. Ja, schlecht war nicht. Aber trotzdem, Jerry Kuhn ist besser. Kati, ich habe mich auch aufgerafft. Und mach den Scheiß wieder. Und bin gestern sehr doll Gefahr gelaufen, gecancelt zu werden in dem Stream. Aber du musst jetzt auch mal langsam hier den Finger aus dem Arsch ziehen, Kati. Wir warten alle sehnsüchtig. Was ist bei dir passiert? Ach, da war gestern alles bei. Da war Witze über Schwarze, Frauenhass, Transfeindlichkeit. Alles, da war alles bei. Alles, alles. P. Diddy war auch am Start. Ach, alles. Was hast du angestellt? Wir haben uns über, ich weiß nicht, ob du das mit der Shoyoka da mitbekommen hast, diese komplett dämliche Nuss, für die jeder rechts ist, der nicht ihrer Meinung ist, und Frauenhass und Misogyne und was nicht alles, und darüber haben wir uns ein bisschen lustig gemacht und das ist ein bisschen ausgeartet vielleicht. Oh mein. Welches denn, Kadi? Welches Spiel hast du da im Auge? Also eigentlich gut, dass mich kein Schwanz kennt, so kann ich so eine Sachen denn in meinem Stream auch einfach sagen, ohne dass man gecancelt wird. Es war ja sehr lustig im Endeffekt. Tombi, also Tomb Raider. Also wie gesagt, lieber Chat, könnt mal ein Follow bei der lieben Kati da lassen. Nee. Was? Nee. Auf, das ist ein schöner Fehlpass von Weißwasser. Da müssen wir jetzt eine Chance, da müssen wir eigentlich das Tor draus machen. Nein? Oh, Tombi, Alter. Du meinst das PS1-Tombi, das mit dem rosahaarigen Dude, der auf die Schweine hüpft oder die Schweine da irgendwie braucht? Meinst du das Tombi? Ich habe jetzt an Tomb Raider gedacht. Ja! Ja! Nein, ihr seid doch so dumm, ihr seid so dumm, ihr seid so... Nee, da fällt mir nichts mehr zu ein, Hansi. Nee. Der Torhüter liegt und die schießen den Als an. Also, nee, ey, glaubst du's? Kati, sag mir, dass du das meinst. Mit dem, ich glaube, pinke Haare hat er, ne? Ja, Limited Run hat er. Ach, da gibt's eine PS5-Version von Hör auf. Oh, das habe ich als Kind so geliebt, das Spiel. Ey, ja, stream das unbedingt, Kati. Ey, das will ich sehen. Ich auch. Tombi ist geil. Genau. Tombi kam raus, da warst du noch gar nicht geboren, Benny. Deswegen würde ich sehen. Obwohl, wann wurdest du geboren? 97. Ja, es kam 97 raus. Ja, schon seit ein paar Wochen. Da war ich 7. Tombi Special Edition PSN Store. Oh, Digga, hör auf. 20 Euro? Das geht ja sogar. Oh, das muss ich mir aber auf jeden Fall mal. Ich kann mir das zwar jetzt gerade nicht leisten, aber. Das kommt mal auf jeden Fall hier auf meine Liste, auf meine Wunschliste. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh, das ist ja geil. Ich hab's tatsächlich auch selber nie gespielt, oder nur ein bisschen. Tor! Ich sag ja, nicht mir führen. Ich bin
Jo. Ich, so. Bei uns war gemacht? Das damals so im Chat. Ey, wir holen 3 Punkte in der Lausitz. Ich dreh durch. Im zarten Alter von 7, 8 Jahren haben wir bei einem Kumpel immer zu Hause gehockt und haben da die ganzen Spiele gespielt. Wir hatten ja alle natürlich eine gechippte PS1, dass man sich die Spiele brennen konnte. Ich hatte auch eine. Man immer nur 2 Mark für ein Spiel bezahlt. Ich habe auch eine. Geschippte PS. Ich hatte sogar eine geschippte PS2. Und da haben wir dann Tombi bei meinem Kumpel immer gespielt. Das war voll geil, ey. Ich hatte eine geschippte PS2 und eine geschippte PS1, Hansi. Die Konsolen, also ich habe eine PS1, aber die ist nicht gechippt. Nee, bei meiner ist der Chip kaputt. Genau wie bei der PS2. Ah, das ist ja geil. Ey, wir führen im letzten Drittel. Jetzt müssen wir noch 20 Minuten dieses Drittel über die Zeit retten. Ey, ja, Kati, ich bin dir gerade extrem dankbar, dass du mir gesagt hast, dass es da jetzt eine Version von gibt. Das sieht doch sogar ganz geil aus. Ich guck mal gerade auf YouTube. Tombi. PS5. Ich bin mal kurz weg. Ich bin gleich wieder bei euch, Chat. Bis gleich. Hansi, ich bin gleich wieder bei dir, ja? Jo. Übrigens, holen wir heute 3 Punkte. Boah, das ist ja absolut großartig. Hansi, hol mir heute 3 Punkte. Nö. Wir führen 2-1. Also bis gleich. Oh, was mich aber stört, weil es für den Stream ein bisschen blöd ist, muss man übersetzen. Es ist auf Englisch nur, ne? Da kann es sein, dass es nur auf Englisch ist, Kati. Als Saki noch jung war, hatte sie auch eine Playstation. Saki, du bist jetzt aber nicht mehr alleine. Kati ist auch steinalt. Nicht ganz so steinalt wie du, aber auch alt. Sehr alt. Ja, Saki, ich bezweifle aber, dass du mit Mario und Luigi auf der PS... auf der Playstation irgendwen befreit hast, weil die waren nur auf den Nintendo-Konsolen. Ach, gibt jetzt mittlerweile sogar eine deutsche Ausgabe? Oh, geil. Oh, wird Zeit, dass ich Affiliate werde und mir einer 20 Euro spendet. Das ist ja geil, ey, Tombi. Voll gut, ey. Tombi. Das ist ja voll krass. Bildschirmsprachen, Deutsch, ja, tatsächlich. Wenn man die Version aus dem PSN Store nimmt. Oh, ich bin gerade richtig glücklich. Es gibt Tombi ist zurück, Alter. Ist natürlich die Frage, ob man das heutzutage immer noch geil findet. Oder ob da die Nostalgie einfach noch reinkickt. Das wäre noch interessant zu wissen. So, bin wieder da. Dann war es halt Nintendo. Ja. Was geht's hier? Schlag kurz weg. Okay, dann ist das nicht nur der Nostalgiefaktor, okay. Oh, das werde ich mir auf jeden Fall auch mal holen. Hansi, ich bin wieder da, du Traumtänzer. Ja, ist ja schön. Ist ja schön. Was ich auch auf der PS1 damals sehr geil fand, davon hätte ich gerne auch nochmal ein Remake, ist Jade Cocoon. Falls das noch jemand kennt. Das war auch hardcore geil. Jade Cocoon, davon mal irgendwie ein Remake. Und Frontschweine.
Dann wäre ich glücklich. Frontschweine und Jade Cocoon und der Papa ist glücklich. So. Jetzt müssten wir eigentlich die drei Punkte mitnehmen auf Weißwasser, oder Hansi? Ja, wäre mal sinnvoll, wenn sie das jetzt mal über die Zeit bringen. Immer eine andere Situation, als wir führen im letzten Drittel. Das stimmt. Oh, Jade Cocoon hast du zu Hause. Oh, geil. Das wäre eigentlich schon eine 2-1 gewesen. Guck mal, wie dumm der war. Asaki, warum hast du denn zwischendurch so lange aufgehört, sag mal? Was? Saki hat mal gestreamt? Nein, gezockt. Andi, kennst du Freiberger Bier? Nö. Ich auch nicht. Wenn das jemand kennt, sag mir mal, ob das gut ist. Es wird sicherlich da in Weißwasser so ein. Bei so Dresden ein lokales und Killitzer haben sie auch als Sponsor. Freiberger. Ja, gut, Kinderfamilie arbeiten, ja, das reicht. Das reicht tatsächlich. Das frisst unglaublich viel Zeit, das kann ich verstehen. Ich trinke kein Bier. Okay. Ey, ja, ein Original Jade Cocoon auf der PS1 für 20 Euro, das hätte ich auch sofort mitgenommen. Aber ich glaube, das kriegst du für den Preis mittlerweile nicht mehr. Das Spiel habe ich damals auch echt geliebt, muss ich sagen. Wie gesagt, ich hoffe, das Paket ist dir nicht so schwer mit 3 Kilo. Das ist mir zu schwer mit 3 Kilo, kann ich dir jetzt schon sagen. Ich muss im vierten Stock, du Arsch. Pech gehabt. Und geht aber tatsächlich. Jade Cocoon gebraucht, kriegst du es für 40. Gut, ist ja immer gebraucht. Ja, ich sag mal so, ab 50 Euro geht's so los für Jade Cocoon. Ab 40 Euro. Also es ist halt tatsächlich jetzt gar nicht so eine riesen Preissteigerung. Ein Tannenzäpfle? Das kenne ich aber auch nicht. Tannenzäpfle ist Freiburg. Nee, ist es nicht. Schön. Mach mich jetzt nicht schwach, Hansi. Ich meinte, es wäre Freiburg, Tannenzäpple. Weil sie hat doch gerade geschrieben, wenn du durch die DDR fährst, gönn dir ein Tannenzäpple. Und Freiburg ist nicht DDR. Nee, Freiburg ist Rothaus. Entschuldigung. Entschuldigung, ich hab das mit Rothaus verwechselt, weil die so einen Tannenbaum haben als Logo. Hansi. Ja, ja. Deswegen habe ich das gerade verwechselt. Entschuldigung, war mein Fehler. Oha, Kati, da hast du dir aber was vorgenommen. 75, das wird aber wahrscheinlich nicht ganz billig werden. Ich bin ja ganz ehrlich, ich hätte wahnsinnig gern. Also ich habe, glaube ich, Crash Bandicoot 3 habe ich original hier noch rumfliegen. Ich hätte gerne noch mal eine Originalversion von Teil 1 und 2 und von Crash Team Racing. Weil bei Crash Team Racing
Das war ja bei den PS1-Spielen so geil. Manche CDs haben ja gerochen, wenn du dran gerieben hast. So, FIFA 99 hast du dran gerieben, das hat nach Gras gerochen. Echt jetzt? Und bei. Hä? Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Gab ein paar PS1-Spiele, wo die das so gemacht haben. FIFA 99, da konntest du dran reiben, dann hat es nach Gras gerochen. Und bei Crash Team Racing hat es tatsächlich nach Gummi gerochen, also nach abgefahrenen Autoreifen. Warum haben die das gemacht? Einfach so als Fanservice, was ich cool fand. Ich habe das total gefeiert, ey. Sowas würde ich mir auch heutzutage noch wünschen. Also nochmal eine Originalversion Crash Team Racing und Crash Bandicoot 1 und 2, das wäre ein Träumchen. Kannst du mir mal sagen, warum wir auf einmal führen? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich will nicht drüber nachdenken, sag ich mal. Wir spielen die ganze Zeit heute eine Rotze und auf einmal schießen wir zwei Tore. Wie sind die zwei Tore überhaupt gefallen? Wir haben gefühlt nicht eine Torschance gehabt. Im ganzen Spiel. Oder die eine, die der böse versaut hat. Die da, die ich gerade eine Wiederholung sehe, mir schlecht wird. Hansi, jetzt sag mal, was da passiert heute. Ich werde hier nicht unken. Das heißt. Wenn du, also spreche niemals so eine Sachen aus, sonst passiert das Gegenteil. Okay. Und das wollen wir ja nicht. Nee, ich bin aber überrascht, was hier passiert. Geht tatsächlich. Crash Bandicoot, auch Crash Team Racing, kriegst du auch schon so für 20 Euro. Das geht tatsächlich. Wie willst du spielen? Spielt die PS5 PS1 Spiele ab? Nee. Das einfach nur in die Sammlung stellen. Oh, Frontschweine, Alter, Frontschweine, 150 Euro, 160 Euro. Heieiei. Ah, Frontschweine war doch auch mal ein Remake geplant, weiß ich. Von GTA 4 war auch ein Remake geplant. Auf das warte ich heute Ja, noch. das. Ja, da hätte ich auch Bock drauf. Ah, Frontschweine ist halt immer noch so ein Kickstarter-Projekt. Das dauert wahrscheinlich noch, bis wir das kriegen. Oh, Hansi, wir haben mal das Spiel jetzt in unsere Hand genommen am zweiten Drittel. Guck mal auf die Statistik. Ja, ich sehe das schon. 29 Torschüsse, 19 Bullies gewonnen. Okay, du weißt, was er 30. Aber. Holy shit, Alter. Tombi geht ab 400 Euro los. Alter. Viel Spaß. Jetzt haben wir 400 Euro für ein Spiel. Wer macht sowas? Tombi 2, 180 Euro. Wer macht sowas? Wobei es jetzt natürlich durch das Remake sein kann oder durch die Neuauflage, kann es natürlich sein, dass der Preis jetzt nach unten geht. Wobei das ist ja keine physische Version, ne? Ja, trotzdem, es kann sein, dass der Preis jetzt natürlich erstmal nach unten geht wieder. So, 4-0 Freiburg. Krefeld liegt 2-3 gegen Rosenheim hinten. Freiburg 4-0. 4-2. Grimmitschau führt 1-0. Wir müssen heute gewinnen, Hansi, sonst ist Grimmitschau vor uns. Wir müssen. Hast du gehört? Ja. Wäre gut. Und sonst wären wir heute noch Letzter. Wobei Krimmitschau ja noch nicht durch ist. Ja, nee, aber die führen gerade 1-0. In Kassel und Ravensburg spielen doch auch schon. Wie steht's denn da überhaupt? Das wird mir nicht angezeigt.
Ravensburg, da steht es 1-0. Und bei Kassel, die führen auch 1-0. Und Dresden ist Tabellenführer aktuell, Hansi. Naja. Und Bad Nauheim ist auf Platz 12 vorgerückt. Und Weiden ist jetzt letzter. Und am Sonntag haben wir Freiburg zu Gast. Ach, herrje. Ich guck mir das Sonntag das Spiel nicht an. Weil Freiburg ist Sechster. Ich hab Angst. Obwohl, Taylor Wolf spielt am Sonntag wieder, Hansi. Da steht ja jetzt fest, dass der am Sonntag spielt. Ja, aber der wird halt auch jede Menge erstmal nachzuholen haben. Der wird erstmal vierte Sturmreihe spielen. Glaube ich. Ist ja auch okay. Wenn er überhaupt Eiszeit bekommt. Bin mir da. Übrigens, Kevin Orndorff hat es 2-1 gemacht. Alter, schießt er einfach mal drauf, ey. Ach, es gibt sogar eine physische Version, das ist natürlich krass. Aber, ja gut, das Original wird trotzdem im Preis stabil bleiben, denke ich. Aber trotzdem cool, dass Limited Run da wieder was Geiles rauszaubert. Limited Run Games ist sowieso der Retter der alten Spiele, sag ich mal. Die machen ja viel in der Hinsicht. Wow, das habt ihr gut erkannt, ihr Kommentatoren. Wenn du keine Scheibe zum Tor bringst, kannst du auch keine Tore erzielen. Sehr gut erkannt. Also wirklich. Ohne Mist. Was sind das für Kommentatoren, Hansi? Tja. Also echt, so ein Kommentar zu lassen. Ist schon... So, weiter geht's, Hansi. Letzte Drittel. Ja, Minute noch, ne? Wir sind aber schon auf dem Eis. Ja, oben steht auch noch 50 Sekunden. Bin ich 10 Sekunden hinter dir. Das ist Unverschämtheit. Das ist Unverschämtheit. Jo, bei mir steht jetzt 30 Sekunden, Hansi, bei dir? 25. Das steht jetzt bei mir. Also jetzt sind wir fast gleich. Ja, passt doch. Besser als 10 Sekunden Unterschied. So, letzte Drittel, Leute. 3 Punkte sind heute Pflicht. Ich will am dem Wochenende 6 Punkte holen. Wäre nicht verkehrt. Also wenn wir am Wochenende ein Spiel verlieren, sage ich dir, fliegt der Trainer. Gehe ich auch von aus. Ich höre mir, als ob wir die ganze Zeit gegen Schweden spielen. Das Blau-Gelb sieht aus wie Schweden, haben sie. Sieht aber nicht schlecht aus, finde ich. Habe ich gesagt, das sieht schlecht aus. Ich sage, wir spielen gegen Schweden. Und wenn ihr am Ende gewinnt, ist auch alles gut.
Ich bin ja mal gespannt, welcher Ausländer dann draußen bleibt, Hansi. Das weiß ich nicht. Am Sonntag. Wenn Taylor Wolf wiederkommt. Hegmund glaube ich nicht, dem Finnen auch nicht, der Kaiser auch nicht. Ich denke eher, dass der Wald draußen bleibt. Der Verteidiger. Das kann sein. Weil der ist ja grottenschlecht. Boah, Glück gehabt. Glück gehabt. Den hat er erstmal schön ausgenockt. Hat auch gar nichts gemacht, das war ganz normaler Körpereinsatz. Guck mal, das war doch gar nichts, Hansi. Oh, ich finde jetzt auch nicht, dass das jetzt sonderlich schlimm war. Es wäre jetzt auch wirklich gut, wenn die jetzt wirklich das mal über die Zeit bringen. Vielleicht sogar noch ein Tor nachlegen. Ja, das wäre wirklich gut. Dass man ein bisschen mehr auch geistige Ruhe hat. Das stimmt. Ja, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und in dem Moment die Füchse ein Tor schießen. Unglaublich, ey. Wie kann man denn so bescheuert sein? Ich bin sprachlos. Weißt du, wer ihn gehalten hätte? Da bin ich mir gar nicht... Ja, da sah er nicht gut aus, nee. Den muss er eigentlich festhalten. Jerry Kuhn hätten gehalten. Gehe ich auch von aus. Mann! Der Trainer muss weg. Schmeiß den Trainer raus. Heute weißt noch. Du, worauf ich jetzt, weißt du, worauf ich jetzt richtig Bock hätte? Was? Weil man dich ja jetzt auch so schön im Großbild sieht. Und einen schönen Tarnanzug. Du willst du jetzt nicht echt den anziehen? Ich hab da, glaube ich, Bock drauf, dass du den anziehst. Was? Ich mach das ja nur, damit deine Zuschauer was haben, woran sie sich erfreuen können. Ups! Ich bin kurz im Pausebildschirm. Bis gleich! Ja, bis dann. Und mit Tarnanzug ist natürlich der Tarnanzug gemeint. Ja, Kathi, da habe ich vielleicht einen Fetisch. Wer weiß, ich habe ihn noch nie im Tarnanzug gesehen. Deswegen, meine Hoffnung ist, dass er sich so gut tarnt, dass ich ihn nicht mehr sehe. Vielleicht ist das mein Fetisch. Ich möchte ihn einfach nicht sehen. So, da bin ich wieder. Ich würde morgen Rocket League spielen, tatsächlich. Wenn jemand Bock hat. Was ist denn jetzt hier? Wo ist denn jetzt der Tarnanzug? Schau doch an. Siehst du es nicht? Das ist doch kein Tarnanzug. Was dann?
Eine ganz normale Tarnuniform. Meine ich doch, ist dasselbe. Ich dachte, du hast da jetzt sowas richtiges. Richtigen, schwitzigen, dicken, fetten Anzug, dass du dich dann totschwitzt. Nö. Soll ich das Trikot jetzt drüber ziehen, ja oder nein? Dafür habe ich jetzt hier 10.000 Punkte gelassen. Das ist ja eine absolute Frechheit. Ja. Ist doch dasselbe. Das ist ja. Das ist eine absolute Frechheit hier. Das ist doch dasselbe. Soll ich jetzt das Trikot drüber ziehen? Ja, finde ich trotzdem lustig. Nein, da ziehst du jetzt kein Trikot drüber, das bleibt jetzt so. Okay. Und Kati, ich weiß noch nicht, wann das nächste Mal Rocket League. Also ich würde morgen Abend spielen. Ich habe tatsächlich aktuell relativ wenig Zeit für Rocket League, weil ich meistens spät zu Hause bin und dann meistens selber streame. Du kannst ja Rocket League mitstreamen. Ist doch kein Thema. Ja, nee, ich zock ja, stream ja, wenn dann Singleplayer. Pech gehabt, Hansi, selbst Sasaki. Ich zock ja, wenn dann Singleplayer spiele. Die müssen ja erstmal zu Ende gemacht werden. Gut, dass du mir den Tarnanzug angezogen hast. Weißt du, ich nachher zock? Dann zock ich Metal of Honor. Weiß ich nicht. Dann zock ich nachher noch Metal of Honor im Stream. Ach du Scheiße, das auch noch. Naja, also vielleicht streame ich dann auch mal Rocket League, das kann dann durchaus sein. Aber ich weiß halt noch nicht wann, weil ich will jetzt erstmal den Mass Effect durchkriegen. Also Kati, wärst du morgen 20 Uhr dabei? Saki, hast du Rocket League? Oh ja, Kati, das würde ich auch sehr nein, fühlen. Nein, ich mal wenigstens Gesicht, ich hasse Gesichtsbemalung. Sorry. What? Weißt du, Benny, ich habe auch immer gesagt, ich werde niemals im Stream singen. Und mittlerweile habe ich die musikalischsten Streams der Welt gefühlt. Dann wirst du dir ja wohl mal ein bisschen Farbe ins Gesicht klatschen nein, können. Nein, ich hasse das. Ich habe das schon als Kind gehasst, wenn es Fasching war und ich musste mir irgendwas ins Gesicht malen. Nein. Absolut respektlos. Nein. Tja, Leute, so sieht ein Streamer aus, der auf seine Community scheißt. Was soll ich euch sagen? Direkt mal unter Druck setzen hier den Lümmel. Ist mir trotzdem egal. Ich finde, so im Gesicht rummalen, das geht noch. Aber sobald es in die Nähe der Augen geht, ja, da bin ich dann das ist raus. Das ist mein Problem halt. Augen. Da bin ich tatsächlich auch raus. Das kann ich auch nicht haben. Ja, Frauen... euch zwingt ja keiner. Da zwingt euch ja keiner zum Kart. Das müsst ihr ja nicht machen. Ja, das kann ich tatsächlich verstehen. Ich habe mich auch vor 2 oder 3 Jahren mal zu Halloween von meiner Freundin schminken lassen. Und das war auch alles gut, aber sobald es an die Augen ging, da war ich komplett raus. Kann ich nicht haben. Ich auch nicht. Auch wenn es dann heißt so, ja, lass das Auge offen, das merkst du gar nicht. Nee, das geht automatisch zu. Das ist ein menschlicher Reflex. Was mir wieder bewiesen hat, Frauen sind keine Menschen. Ach du Scheiße, jetzt haben wir den Frauenhass hier auch noch wieder verbreitet. Ich sag doch, das dauert nicht lange, ich werde gecancelt. Ach, du Kacke. Hansi, was machst du? Rocket League mit Controller funktioniert sogar. Nö, Saki, ich Rocket League ist mit Controller. Ich zocke Rocket League nur mit Controller. Ich auch. Ich könnte das mit Maus und Tastatur gar nicht. Du würdest durchdrehen, glaube ich, wenn ich das mit Maus und Tastatur anfange. Also da, liebste Saki, bist du falsch informiert.
Ja, Kathi, das ist nämlich der nächste Beweis, dass ihr keine menschlichen Wesen seid, weil ihr 5 Tage blutet, ohne zu verrecken. Und ich habe noch einen Beweis. Ich bin seit 8,5 Jahren mit meiner Freundin zusammen und die war in diesen 8,5 Jahren nicht einmal kacken. Auch das ist nicht normal. Haben Sie Ihr einmal seid richtig gelesen? einfach Aliens. Haben Sie richtig gelesen? Schreibt Saki. Was hast du gesagt? Du hast doch geschrieben, ich bin eigentlich so der Controllerspieler und das ist Maus und Tastatur. Und da habe ich doch nur gesagt, dass das nicht stimmt. Dass man das ja mit dem Controller spielen kann. Oder raffe ich jetzt hier gerade schon wieder was nicht? Ich krieg auch gerade nicht durch. Davor, ach so. Sie übt, ja, aber richtig, ich muss Widget üben. Ich habe da zwei Verabredungen, weil das ist mit Maus und Tastatur. Ah, das ist mit Maus und Tastatur. Okay. Ach so. Ja, okay. Ich habe jetzt aber auch an Rocket League gedacht, tatsächlich. Ja, ich fahre da. Das mit dem Widget, das habe ich auch komplett ignoriert gerade. Nee, das mit Widget dachte ich, okay, sie hat morgen keine Zeit. Aber Kadi, wie sieht's morgen bei dir aus? Hast du Bock auf Rocket League? Weil Hansi ist ja nicht da morgen. Der will ja nicht mit uns Richtig. spielen. Ich bin morgen auf dem Geburtstag. Mein Gott, jetzt hat er es. Ja, Saki, es tut mir leid, dass mein Gehirn gerade wieder nicht gearbeitet hat. Entschuldigung, im Gegensatz zu dir bin ich ein Mensch. Der hat Fehler. Ja gut, dann machen wir nächste Woche Rocket League Abend. Was haltet ihr davon? Nächste Woche Samstag. Saki, nächste Woche Samstag. Haben wir eine Verabredung? Ja, Saki, es tut mir leid. Ich bitte um Vergebung, oh heiliges Alienwesen. Hast du gerade Saki als Alien beleidigt? Nicht beleidigt, das ist ja nun mal. Wir haben doch eben schon festgestellt, dass Frauen keine Menschen sind. Ich werde gecancelt, das ist so. Jetzt hör auf Egal. sowas. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Frauen sind halt keine Menschen, also müssen sie ja Aliens sein. Dann Co. Und dann CO? Was heißt CO? Ey, waren 1,5 Minuten noch. Ey, steht 2-2. Wir verkacken das doch schon wieder. Würde mich auch nicht wundern, wenn ihr noch das 3-2 kassiert und dann mit 0 Punkten nach Hause fahrt. Und dann ist der Trainer hoffentlich weg. K.O. Ja, okay. Ich bin am Samstag auch arbeiten. Nächste Woche. Ja, kann natürlich wirklich sein, dass eine Niederlage jetzt vielleicht sogar ganz gut wäre für euch, damit ihr den Typen mal loswerdet. Ja. Das wäre vielleicht wirklich. Aber wer will dort übernehmen? Der Co-Trainer, den kennt kein Mensch, der war nie Profispieler. Hansi. Naja. Wer soll das übernehmen? Der Co-Trainer? Gott. Frauen sind Frauen sind Himmelsgeschöpfe. Himmelsgeschöpfe. Oh, Hansi, Hansi. halt die Schnauze, halt jetzt die Schnauze, halt jetzt einfach Halt die Schnauze. wirklich die Du sagst jetzt Schnauze. nicht. Das ist wirklich Die so. canceln dich in, die canceln dich ins Gefängnis und zurück. Nichts sagen, nichts sagen. Ja, du hast vollkommen recht, Sagi. Du hast vollkommen recht. Saki hat auch recht. Und Saki, weißt du, was noch vom Himmel kommt? Verdammte Aliens! Die kommen auch vom Himmel! Hansi, du wolltest die Klappe halten. Ich hatte Angst, dass ich implodiere, wenn ich nichts sage. Das hätte sich angestaut. Engel und Aliens. Frauen sind Engel, da gibt's dir recht.
Meine Freundin ist kein Engel heute, weil sie nicht da ist. So. Handy kommt weg. Ich habe auch ein neues Versteck für mein Handy, haben sie. Das ist gut. Ich habe ja so viele Taschen jetzt hier an meinem Tarnanzug. Hast du gesehen, wo ich das Handy reingetan habe? Ja, okay, gute Idee. Pack das nicht da rein. Ja, das ist eine bessere Idee. Und dann suche ich es wieder wie bekloppt. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Eigentlich hier noch irgendwas Kanalpunktemäßiges, was lustig ist? Weiß ich nicht. Was ist eigentlich mit Hör auf damit gemeint? Warte. Muss selber gucken. Ich sehe gerade nichts, weil irgendwie wird mir das. Du hast ja hier Komplimente. Hm? Bei 10.000, hör auf damit. Das glaube ich. Der kennt seine eigenen Kanalpunkte nicht, es ist unerträglich. Hör auf damit, ich weiß ja, wer das reingemacht hat. Füchse hat ja auch Zugriff auf Kanal. Und was ist mit Raid-Anführer gemeint? Raid-Anführer, da darfst du bestimmt wo wir hinraiden. Achso, okay. Eishockey-Trikot bei 5000 Punkte, okay. VIP. Hör auf damit, ist glaube ich. Bei 100.000 gibt es meine Handynummer. Das würde ich ja rausnehmen. Keiner wird niemals bei mir 100.000 Kanalpunkte haben. Verbiete Benny eine Sache, die gegen den Strich geht, egal was. Wenn du draufklickst, hättest du es lesen können, Hansi. Stimmt. Also wenn ich das jetzt einlöse und sage, hör auf Live-Reactions zu machen, dann müsstest du jetzt sofort den Stream beenden. Eigentlich schon, ja. Das müssen wir mal machen. Gerade live gegangen. Hey, willkommen, ich bin hochmotiviert. Wir machen heute Stream. Kanalpunkte eingelöst. Hier beende den Stream. Da wünsche ich den Stream. Das machst du so zwei, dreimal. Direkt die Karriere beendet. Yippie! Soll ich dir sagen, was ich mache? Ich mache einfach den Stream aus und gehe dann wieder live. Ja, das wäre ja dann wieder Betrug. Oder ja, okay. Schreib mir mal deine Ideen, Saki, für Kanalpunkte. Also weiß was, er müsste die 2 Minuten kriegen. Wenn jetzt noch einmal die 2 Minuten kriegt, drastisch komplett aus. Was? Was? Was denn? Warum kriegt er jetzt 2 Minuten, Hansi? Ich glaube eher, dass Saki damit meinte, sie hätte spontan Ideen, was du lassen sollst. Hansi, warum kriegen wir 2 Minuten? Keine Ahnung. Ja, doch, eher. Saki, das... Den hatte ich tatsächlich auch schon die Idee, Handy aus für eine bestimmte Zeit. So für den Rest des Streams Handy weg. Aber Saki ist ja noch sehr frisch dabei und war ja bei deinem legendären Geburtstagsstream nicht bei. Doch, Saki war glaube ich dabei. Nee, ich glaube nicht. Ich meine, dass Saki nicht dabei war. Saki, seit wann folgst du mir? Nö. Ich folge mir erst am 20. September. Ja, sag ich doch. Bei Bennys Geburtstagsstream haben wir natürlich ein bisschen was für ihn vorbereitet und der gute Benny durfte ein bisschen Sport machen.
Da war ich auch nicht dabei. Und hat, und so ich als ehemaliger Boxtrainer habe natürlich die Sporteinheiten geleitet. Und wir haben gesehen, wie Benny wirklich grandios gescheitert ist. Also, wow, ich habe wirklich noch nie jemanden gesehen, der Alter. So schlecht. Hä? Sag ja, gefragt, weil ich hatte. Ich hatte am 22. August. Und Benny ist wirklich in. Also, er ist. Also, er sieht nicht nur aus wie ein Wackelpudding, er ist ein Wackelpudding. Ich habe wirklich. Er hat zwei relativ leichte Übungen gemacht. Und war danach so dermaßen im Arsch, dass er 3 Tage Muskelkater hatte. Es war wirklich absolut großartig, ihm dabei zuzusehen. Es war wunderschön. Und da er aber die von uns vorbereiteten Sachen nicht durchgezogen hat, weil er einfach nicht mehr in der Lage dazu war, er hat hier fast hyperventiliert, es war wunderschön, haben wir ja beschlossen, dass es nochmal einen Stream, einen kompletten Sportstream geben wird von Benny. Wo ich als Drill-Instructor, wo Benny hier 2 Stunden Sport machen darf. Der Stream wird noch kommen, Kinders. Und keiner weiß nur, wann. Irgendwann. Also ich verspreche euch, es wird einen Sportstream geben, wo Benny hier im schönsten Sportoutfit schweißtreibende Aktionen machen darf. Da müsst ihr dabei sein, wenn es soweit ist. Ich würde Benny empfehlen, vorher schon mal ein bisschen irgendwie zu trainieren, dass er eine Grundfitness hat. Weil ich kann dir jetzt schon sagen, ich werde das volle Boxprogramm durchziehen und 3-2 für die Füchse. Jo. Perfekt. Jawohl! Das war's dann jetzt wohl. Jetzt der Deckel drauf. Wir werden Benny da so quälen, dass er am Ende des Streams kaum noch den Stream beenden kann, weil er nicht mehr an seinen PC kommt. So viel sei gesagt, er wird leiden. Jetzt schmeißt er an den Lodemann raus! Ja, der konnte da jetzt aber nichts für. Wenn man den Puck nicht festhalten kann, dann bin ich kein Torwart. Ja, gut. Guck dir das mal an! Also, freut euch auf den Tag. Ich hoffe, Benny ist wirklich clever und bereitet sich ein bisschen vor. Wenigstens ein bisschen Cardio-Training. Damit er länger als 5 Minuten durchhält. Ey, das ist nicht den hier ernst, oder? Das wird eine 2 Stunden Boxtraining wird das werden. Das wird geil. Das wird scheiße, wird es heute hier. Ne, Benny hört nie zu, wenn es um sowas geht. Das ignoriert er immer gekonnt. Er kriegt's mit, er weint auch innerlich, aber er ignoriert es. Ja, tatsächlich weine ich gerade wirklich innerlich. Oh, nee, Benny. Oh, Zirkeltraining ist auch eine schöne Sache. Ey, was ist denn mit dem Lohnemann los? Können wir jetzt mal bitte den Torwart wechseln? Vielleicht werde ich auch ein bisschen Crossfit oder sowas mit reinmachen. Ich weiß noch nicht. Ich habe aber schon einige Ideen. Das wird großartig. Da freut euch schon mal drauf. Hansi, wir sind beim Eishockey. Ja. Was ist mit dem Lohnemann los? Tja, keine Ahnung. Du strackst gleich einen Kalender ein bei mir auf dem Discord. Ja, endlich hauen sich ein paar Leute in die Fresse. Die Schiris geht aber schon dazu. Du müsstest mal auf YouTube bei Sprate TV die Oberliga reingucken. Da gab es hier letzte Woche Sonntag ein Spiel, da haben sich 3 Leute gleichzeitig auf den. Da sind sogar die Handschuhe geflogen, Hansi. Das war geil. Da haben sie sogar die Torhüter geprügelt. Die beiden Torhüter sind aufeinander los. Du musst den mal reinziehen auf YouTube. So, jetzt trage ich erstmal Sakis Geburtstag im Discord ein, sonst vergesse ich das wieder. Saki, du hast am 17. hast du gesagt, ne? Da hat auch Liquid Geburtstag an dem Tag. Liquid hat am selben Tag wie Saki Geburtstag. Ist ja cool. Ist ja lustig.
Ich muss es mit dem Handy machen. Jetzt fällt gleich das 4-2. Schlüpfertag. Ne, Lesoro hat am selben Tag wie du. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Also 17.8. habe ich zwei Leute, die Geburtstag haben in meinem Discord, Hansi. Was gehört? Oh. Ja. So, Saki. Jetzt steht auch Saki drin. Oh, jetzt geht Ludemann vom Eis. 2 Minuten. Jawohl, Schiri. Jawohl, Trainer. Man macht es 2-3 Minuten vor Schluss. Nimmt man Torwart vom Eis. Wie bescheuert ist man eigentlich? Jetzt macht man 1:30 vor Schluss, aber nicht 3 Minuten vor Schluss. Bist du kernbehindert? Was stimmt denn mit denen nicht, Hansi? Kannst du mir das mal erklären? Keine Ahnung. Fällt 4-2, wir haben kein Torwart drin. Die sollten mal. Die können ja auch Hallenjojo spielen. Vielleicht gewinnen wir da irgendwas. Eieiei, jetzt regt mich schon wieder auf. Mini, ruhig, die Tabletten wirken schon wieder nicht. Wie bescheuert, ey! So, 2 Minuten noch. Und der Puck läuft aufs leere Tor zu. Und wir haben aber noch eine Verteidigung. Du kannst ja doch nicht mehr schönreden, die Scheiße, Hansi. Nee, nicht wirklich. Düsseldorf hat auch verloren gegen Köln. Oh. Also geil wäre es, wenn wir jetzt noch ein Tor schießen. Aber dann bringt uns wieder einen Punkt. Bringen uns 2 Punkte, bringen uns. Ja, jetzt ist das Ding durch. 4-2 gefallen, ja. Ich hab schon, ich häng schon wieder 10 Sekunden zurück. Super. Warum nimmt man auch 3 Minuten vor Schluss den Torwart vom Eis, Hansi? Erklär's mir. Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Das hätte man 1 Minute vor Ende machen können. Ja. Ich wollte ja eigentlich noch Medal of Honor spielen. Und meine Laune ist gerade dermaßen im Keller, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe. Nach der Live-Reaction so was zu zocken. Ich bin morgen ja für euch da, morgen Mittag. Dann zocken wir Medal of Honor. Komm, mach doch das 5-2. Also das 4-2 ist unverdient. Sag mal ehrlich, Hansi. Jetzt können wir auch noch 2-3 Dinger reinmachen, haben wenigstens noch ein paar Tore zu sehen. Nö, der hat überhaupt keine Schuld. Der könnte auch mal einen Puck festhalten.
Oder? Für was hat er eine Fanghand? Ach so. Ich will es jetzt nicht sagen, aber dann werde ich hier gebannt auf Twitch. Wie kann man nur so dumm sein, ey? Nee, ich zähle jetzt 30 Sekunden noch, um 2 Tore zu schießen. Sind die blöd? Ich habe jetzt erst die Nachricht aufs Handy gekriegt, Hansi, dass da ein Tor gefallen ist. Ja. Dass 4-2 gefallen ist. Also. Ja, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jo! Adam Mitchell! Bitteschön, du kannst die Kündigung dir morgen in der Geschäftsstelle abholen. Wäre gut, ja. Ah! Also wenn wir so weiterspielen, steigen wir ab, Hansi. Ja, gut sieht's momentan nicht aus. Alter Schwede. Wir hatten Grimmitschau gespielt. Kann ich dir gleich sagen. Und dann stehen wir jetzt ganz... Dann sind wir, haben wir jetzt die rote Laterne komplett. Ich guck mal. Ich glaub, wir sind Letzter. Ich hab so ein Gefühl, wir sind Letzter. Ja! Herzlichen Glückwunsch! Wir haben es geschafft, auf letzten Tabellenplatz zu kommen, Hansi. Du hättest 3 Punkte an die rankommen können, an die Lausitzer Füchse. Jetzt sind wir Letzter. So, ich muss mir mal einen Screenshot davon machen. Das Grimmitschau-Spiel läuft noch, aber... Sie führen 3-1. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das war's. Schreib grad mein Kumpel, da muss was passieren. Och, nö. Ich hab das Spiel nicht gesehen, also mir geht's gut, ja. Sei froh, dass du es gesehen hast. Trent Orban, der ist Kanadier, kann der Deutsch? Da können wir noch einbürgern. Dann bürgert ihn doch ein, wenn er Deutsch spricht. Dann kann man doch auch wieder verpflichten. Mein Gott. Oder, Hansi? Ja. Aber so... So einfach ist das mit dem Einbürgern nicht. Okay, Leute. So, Hansi, von dir verabschiede ich mich schon mal auf den Call. Wenn du... Alter, der Torhüter, der macht jetzt einen Hampelmann auf dem Eis oder was? Naja, warum nicht? Er feiert halt, ne? Gut, dann gehe ich schon mal auf den Call raus. Jo, ich mein's. Ich verabschiede mich bei allen, die dabei waren. Tschüss.
Ciao, Hansi, bis die Tage. Mein Kubler, Hansi, bist du noch da? Ich krieg gerade schon WhatsApp-Nachrichten. Ich krieg gerade schon die ersten WhatsApp-Nachrichten, der Abstieg kommt. Endlich ist das, dieser Spacken. Nee, Hansi, ich krieg gerade die Nachricht. Wie ich es dir gesagt habe, die Fahrt in die DDR kannst du dir sparen. Der Abstieg kommt immer näher. Das hat gerade mein Kumpel mir per WhatsApp geschrieben. Okay, Leute. Ich verabschiede mich von euch. Ich guck mal, wo ich euch hinwade. Ist die liebe Penny noch live? Wer ist denn noch live hier? Ich guck jetzt mal, wer noch live ist. Miss Pennywise oder Penny? Wen wollt ihr? Wen wollt ihr haben? Penny oder Penny? Dürft Penny 1, Penny 2 schreiben. Ich hab beim letzten Mal. Wollt ihr Hand? Shadow? Oder wollt ihr Resident Evil? Ach komm, wir gehen mal zu der lieben Pennywise. Das funktioniert, was ist denn los, ey? Wartet. Dann mache ich es jetzt über das Handy. Bin ich doof? Ja, dann gibt er das auch noch zu. Oh, ja, ich bin doof. Ja, war mein Fehler, Leute. So, jetzt hat es funktioniert. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut, träumt was Schönes. Kommt alle mit rüber zu der lieben Pennywise. Ist eine ganz liebe, die ist auch öfters mal bei mir. Im Chat. Wie gesagt, kommt mit rüber, lasst Liebe da. Und dann wünsche ich euch eine schöne gute Nacht, schlaft gut, träumt was Schönes und bis morgen. 15 Uhr. Ciao. Ich habe ja einen neuen Jäger genommen.